So steht's im Moment. Erste Partie, sehr langweiliges Unentschieden. Wir schalten uns hier dazu in Partie Nummer 2 zwischen Levon Aronian und Vincent Keimer. Ich sagte, hey, die haben doch gestern schon das Finale gespielt, was ist denn los? Ja, vollkommen recht. Es ist das wie gewohnt hochkomplizierte Double Elimination Format. Was hieß? Gestern war das Winners Finale. Das hat Vinny, Vinny ist ja Winner-Typ, gewonnen. Aronian hat damit aber erst sein erstes Match verloren, hat dann das Losers-Finale gewonnen gegen Benjamin Bock und jetzt ist er wieder da im sogenannten Grand Finale. Sollte Aronian jetzt den ersten, das Grand Finale gewinnen, dann hätte Keimer aber erst einmal verloren, also müsste es weitergehen mit dem Grand Finale Reset. Sollte Keimer seinerseits jetzt gewinnen, hätte Aronian sein zweites Match verloren und damit wäre Keimer, der Sieger. Also, es ist nicht leicht zu verstehen, aber es geht einigermaßen. Man kann sich es im Prinzip so vorstellen hier. Zwei Gewinnsätze, Vinny hat den ersten Satz gewonnen. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt läuft der zweite Satz. Und wir gucken rein in die Partie. Ich habe Kritik gelesen in den Kommentaren, dass ich manchmal, wenn auf dem Brett was passiert, Quatsch rede und nicht auf die Schachpartie fokussiert bin. Und das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Ihr wisst, wir sind hier immer hart am Platz wie Zahnersatz. Und wir hoffen natürlich, dass Vincent Keimer dieses zweite Match für sich entscheiden kann. Es wäre ja, wenn er zwei in Folge gewinnt, tatsächlich eine Win-Win-Situation. Also drücken wir hier die Daumen. Er für die schwarzen Scheine gegen Levon Aronian. Die erste Partie war ein schnelles, langweiliges Remis. Und jetzt Vincent Keimer etwas in der Defensive, in einer symmetrischen Struktur, typische italienisch/spanisch-Stellung. Hat weiß etwas Raumvorteil, aber verflüchtigt sich dieser. Die Frage, die sich stellt, ist: Kann Levon Aronian, der US-Amerikaner, geht immer noch schwer von der Lippe, diesen Bauern in der Mitte des Brettes schlagen? Oder sollte er das nicht tun? Wäre es zu riskant? Dame schlägt C6 und Schwein schlägt E5. Keimer hätte Gegenspiel in Form des Läuferpaars. Und daher entscheidet sich auch Aronian gegen diese Option und tauscht die Läufer, womit er aber das materielle Gleichgewicht nicht stört. Und Vincent jetzt relativ dicht am Ausgleich sein sollte. Weiß immer noch minimal besser, weil dieser Springer etwas schlecht steht und insbesondere das Feld C5 geschwächt ist. Typisch wäre so, den Springer hier rüber zu bringen und bei Bedarf Bauern nach C6 zu spielen. Und ja, Keimer spielt Springer nach E7, versucht den weißen Druck peu à peu zu neutralisieren. So sieht's aus, Chat. Ich bin auch jedes Mal getiltet, immer noch, nach all den Jahren. Auf meinen ganzen Dreckskanälen gibt es nur Schach. Und jedes Mal, wenn ich mal ein bisschen Quatsch rede, wird irgendwo geschrieben: Ja, hallo, ich würde mir schon wünschen, wenn auf dem Schachbrett was passiert, wenn man dann vielleicht ein bisschen näher am Schach bleiben könnte. Dicker, guck aufs Schachbrett, kannst auf die Engine gucken, kannst dir den ganzen Tag tausende Stunden über Schach angucken. Und wir dürfen hier nicht mal 2 Minuten Blödsinn reden. Das macht mich traurig. Aber hier, es passiert was auf dem Brett, da geht schon wieder los. Turm E nach D1 besetzt die offene Linie. Aber jetzt hat Keimer Zeit, den Springer nach G6 zu bringen. Das ist die typische Springerwanderung. Springer nach E7 und G6. Kontrolliert den Bauern auf E5 nach wie vor, aber macht den Weg frei für den C-Bauern, der sich jetzt nach C6 begeben könnte. Aronian versucht das auszunutzen, wenn er einen Turm nach A7 stellt, diesen Bauern attackiert. Aber jetzt ist die D-Linie offen. Keimer könnte ihr kontern mit Turm B nach D8. Und die schwarze Störung sieht absolut annehmbar aus. Wir gucken aber, was passiert, wenn man hier Turm D8 spielt und Aronian sich den Bauern schnappt. Dann käme Springer nach F4. Der Turm würde drohen, nach D3 einzudringen. Dame nach G6 mit Matron auf G2 liegt in der Luft. Schwarz hätte sehr, sehr gutes Spiel für den verlorenen Bauern. Wird es so kommen? Ja, YouTube ist sehr tryhard auf jeden Fall. Chat will über Dinosaurier lernen? Nein, Chat, wir sind hier fokussiert.
Rasmus spielt Teil Tuesday, ne? Ja, müsst ihr ja auch gucken. Ey, könnt ihr nicht Multi-Screens machen? Ey, Twitch hier, nicht die Leute auf YouTube dissen. Die gucken, solange sie, sofern sie Yannistan TV auf YouTube gucken, sind das fantastische Menschen. Laute Minderheiten sind laut, wir lieben dich, wie du bist. Dankeschön, Jonah Darko. Aber es wäre trotzdem Zeit, denke ich, dass wir alle auf die Straße gehen. Nicht nur in Hamburg, Köln oder München, sondern auch in kleineren Städten, gerade in Ostdeutschland. Und zeigen, dass wir, die Yannistan-Fans, die das Programm so lieben, mehr sind. Apolda, Alter, was geht ab? Ich komme vorbei. Ist das ein Live-Kommentar? Das ist ein Live-Kommentar, absolut. Hier, Dame nach C4. Winnie entscheidet sich gegen Turm BD8, überdeckt mit Dame nach C4 den Bauern, aber er lässt das Feld D7 aus den Augen. Muss jetzt ein bisschen passiv werden hier. Turm nach D7, beide Türme auf der siebten Reihe, aber die siebte Reihe ist noch durch den Bauern versperrt. Also machen die Türme hier noch nicht zusammen Stress. Aber Turm C8 spielt man natürlich nicht gerne. Trotzdem scheint die schwarze Verteidigungslinie intakt zu sein. Aronia versucht, weiteres Öl ins Feuer zu gießen mit Bauer nach H4. Vielleicht diesen Springer zu belästigen, der allerdings noch ein schönes Feld auf F4 zugänglich hat. Aber Aronia hat die Initiative. Keimer entrissen, Dame nach C6 vertreibt den Turm von der siebten Reihe, aber der hat ein schönes Feld auf D5, von dem aus er den Bauern auf E5 und den Bauern auf B5 im Blick behält. Turm ED8, Keimer versucht, diesen Turm zu challengen. Aber was macht er auf Bauer nach H5? Springer F4, Turm schlägt E5 oder Springer schlägt E5, ist sein Bauer weg. Ich war bisher noch nicht in Apolda, aber ich freue mich drauf. Ich werde auch das lokale Fitnessstudio. Ich werde auf jeden Fall joinen. Ich lasse mich hier von den Google Maps Reviews. Ja, man braucht deutschen Pass und deutsche Sprachkenntnisse. Und der eingesperrte Pitbull hat ein bisschen genervt. Lass ich mich nicht abschrecken. Ich gehe pumpen in Apolda. Vorbereitung auf Mitropa Cup. Ja, den Titel holen wir. Chat, es ist Title or Bust beim Mitropa Cup. Aber hier der italienische Captain, Luke van Veli, haben wir schon geschrieben, hat nach Apolda Kulturtipps sich erkundigt. Ich habe ihm alles gesagt, was ich weiß. Also die spionieren natürlich schon ganz schön, die Italiener. Die haben es auch abgesehen auf dem Mitropa Cup. Das wird nichts werden. Rasmus will jetzt auch pumpen gehen. Ey, ich sag ihm seit Ewigkeiten, soll das Fitnessstudio. Ich habe auch schon lange komplizierte hier Proteingespräche mit Rasmus geführt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Rasmus ist ein Läufertyp, ist ein Asket. Real-Life-Stream, Jan und Rasmus beim Pumpen. Wann? Ich wäre dabei, Rasmus. Komm vorbei, Hamburg City ist um die Ecke von Lübeck. Geh mal pumpen, Alter. Und wir schön hier Push-Pull-Legs. Also ohne Legs, also Push-Pull. Leg-Day sind wir krank. Let's go. So, Winnie, was geht ab? Bauer nach H5 kam, Springer F4, Turm schlägt E5. Wie erwartet, Winnie verliert diesen Bauern. Er spielt Springer E6 auf der Suche nach Koordination, Kompensation, Kanalisation. Und vielleicht hat er ein bisschen Kompensation. Dame nach C4, Turm nach D3 liegt in der Luft. Nicht so leicht zu stoppen. Der Springer auf E6 steht schön, kontrolliert dieses Feld, überdeckt diesen Bauern. Noch schreiben wir Winnie hier nicht ab. Chat, wie soll man Mitropa Cup aufstellen? Mannschaft ist überqualifiziert. Wie ist die Taktik? Wir haben Blühbaum, Donchenko, zwei Swanes und Dimitri Kollas. Ich weiß nicht, wie ich aufstellen soll. Vielleicht war Naelo auf doof. Man könnte natürlich sagen, die Jungen brauchen Erfahrung. Gegen stärkere Gegner sollen weiter oben spielen. Aber sollen wir wirklich den Stars, sollen wir einem Matthias Blühbaum, dem Ex-Europameister, dann ein hinteres Brett geben beim Mitropa Cup? Können wir auch nicht machen. Wie man es macht. Der Trend geht zur Swane Doppelspitze. Jan an 1. Ja, Mitropa Cup würde ich mir zutrauen. Aber nee. Ich werde unglaublich beschäftigt sein. Sorry, gar nicht mit. Es war eine Doppelspitze. Ja, das sagt ihr nur, weil die anderen nicht streamen, Chat. Ihr seid natürlich auch hier. Das ist hier Twitch-Nepotismus, den ihr betreibt. So, Winnie, Springer G5 gefällt mir nicht. Da war ein Bauer F3. Da stehst du hier. Ah.
Nee, nee, jetzt hat er schlechte Sex übersehen. Jetzt ist es vorbei. Bye bye, Junimond. Nee, das wird nichts mehr. Die Partie verliert keiner. Also, ich war hier eigentlich noch relativ guten Mutes, dass er den Laden zusammenhält. Wo lief es dann schief? Bau nach C6, Turm A7, Turm schlicht C3, Turm F5, Turm F8, vielleicht zu passiv, aber sehr natürlich. Kommt bis jetzt C5, aber okay, den Bauern deckt man. Springer E5 und ich glaube, Springer G5 war Schritt in die falsche Richtung. Na, F3, der Springer hier steht einfach schlecht. Hier Bau nach C5. Und dann Springer schlägt F7. Einfach C schlägt B4. Das Konstrukt hier hält. Dann wäre Schwarz noch dabei gewesen. Aber nach Springer G5, F3 ist es schwer. Turm B3 beschleunigt das Ende. Da wurde es schwierig. Aber man soll das Schach nicht vor dem Matt loben. Gucken wir mal, ob da noch ein Trick kam. Aronian auf den letzten Metern hier etwa etwas wackelig. Turm nach D7, Springer schlägt B5, Turm B7, Turm schlägt C6, Turm schlägt F7, opfert eine Figur für allerdings massenweise Bauern. Das ging bestimmt eleganter. Aber trotzdem bleibt die Stellung sehr gewonnen. Für Levon Aronian. Ja, aber hier, der Turmtausch, laut Computer nicht die beste Option. Der bevorzugt hier beide Türme auf dem Brett zu behalten. Stattdessen wurden die Türme getauscht. Turm nach G6, Springer F7. Gibt es jetzt wieder Hoffnung für Vinny? Weiß hat drei Bauern für den Springer. Und die drei Bauern im Konzert sollten übermächtig sein. Aber er stand schon schlechter in dieser Partie. Es spielt sich zu leicht für Weiß, glaube ich. Ich glaube, es spielt sich zu leicht, hier einfach pushen. Und ja, keiner verliert diese Partie. Das heißt, Aronian geht in dem Match 1,5:1 in Führung. Aber es ist noch alles drin. Und selbst wenn er das Match verlieren sollte, auf 4 Partien hier, dann gäbe es das Rematch, denn es ist ja das hochkomplizierte Double Elimination, was bedeutet, man muss 2 Partien verlieren, 2 Matches verlieren, um rauszufliegen. Und Vinny hat noch keins verloren. Aronian hat ja gestern gegen Vinny verloren, sich dann zurückgekämpft in dieses Grand Finale und hat jetzt die Führung hier übernommen. Ist natürlich auch mental schwieriger für Vincent, behaupte ich einfach, weil er nicht diese Do-or-Die-Situation hat. Er weiß, wenn er verliert, gibt es noch ein Match. Wenn Aronian hier einfach schon mit dem Rücken zur Wand steht. Eike dabei sagt, Keimer hat keinen Killerinstinkt. Die Leute seinen Namen, obwohl der Name auf dem Screen steht, immer noch falsch schreiben, dann wäre das schwer für Benny. Wie auch immer, krass. Er gewinnt jedes Match, verliert eine Partie mit Schwarz gegen Weltklasse-Mann. Ja, da fehlt der Killerinstinkt. Okay. Also, Vinny muss zurückkehren. Wir können die Pause nutzen, um die allerdings wirklich sehr, sehr langweilige erste Partie nachzuholen, in der nicht viel geschehen ist. Aronian spielte Grünfeld-Indisch, wie schon im gestrigen Match. Keimer spielt auch diese Variante mit laufender F4, aber jetzt, wo Aronian nicht zurückliegt, spielt er natürlich hier die solidere Fortsetzung. Hat er auch Zeit, das wahrscheinlich einmal anzuschauen. Und dieses Dame A5 Schach und Damen tauschen gilt als der beste Weg nach Springer C6 hier. Hat Weiß ein paar Versuche, Turm C1, Turm B1 in die Hauptzüge, Turm C1, Turm D8. Und jetzt gibt es wieder mehrere Züge: Turm C5, König E1, Läufer B5. Ich habe das mal angeguckt. Aber nicht wirklich was für Weiß entdeckt. Was auch nicht sehr verwunderlich ist, in den meisten Varianten gibt es nichts Wirkliches für Weiß. Aber was soll man machen? Turm C5, Läufer G4, Turm AC1, Pawn E6, sogar ein bisschen Drucker, Springer E5, Tausch Ass, Pik König E1 wäre wahrscheinlich im Drucksinne besser gewesen. Und jetzt vereinfacht sich die Stellung
Wir haben die sogenannten ungleichfarbigen Läufer, die sich gegenseitig nicht schlagen können. Die natürlich eine gewisse Remis-Tendenz immer in sich tragen. Denn du trägst keine Siege in dir. Hier zu remisieren war nicht sehr schwer. Sorry, ich habe die Echt-Dokumentation geguckt. Chad, habt ihr die Echt-Doku gesehen? Sehr zu empfehlen, gerade für Kinder der 90er wie mich. Ich war jetzt kein Echt-Fan, aber sie waren extrem präsent in der Zeit. Hier Kim Frank. Und natürlich hat man immer so ein, zwei Mal habe ich Kim Frank besoffen auf der Reeperbahn gesehen. Oder vielleicht war ich auch besoffen. Vielleicht habe ich Kim Frank auf der Reeperbahn gesehen. Und da haben wir sich schon immer gefragt, ey, das ist doch Kim von Echt, oder? Also kann ich sehr empfehlen. Ist keine Ahnung, hier AD Mediathek oder wie der Kram heißt. Erzählt von Kim Frank. Einfach hier. Aufstieg und Ende der Band Echt in den 90ern. Wenn ihr so alt seid wie ich, dann ist es eine schöne Zeitreise in eine Zeit vor Mobiltelefon mit Viva MTV. Sekunde, ich muss einmal kurz was machen. Ich mochte Echt. Du trägst keine Liebe in dir? Ist doch schön. Her, das waren irgendwie hier Flensburger, glaube ich, ne? Du ziehst an deiner Zigarette, hast das Rauchen wieder angefangen. Kim, Alter. Pur kommt dieses Jahr zu euch in die Stadt, Sing for Absolution. Okay. Gibt es Pur noch? Pur war nie so meins. Was ist der große Pur-Hit? Abenteuerland? Abenteuerland, ne? Der Eintritt kostet den Verstand. Kruse. Ich muss hier meine hochtechnische Maus einmal umstöpseln. Was passiert im Hamburger Hafen? Big Norder steht? Irgendein Unglück oder was? Nee, so Pur und Bab. Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Vom Bab kenne ich glaube ich auch keinen Song. Prognose fürs Kandidatenturnier? Ja, ich denke, Caruana und Nepomniachtchi sind die Favoriten. Wird spannend zu sehen, wie die Jungen sich schlagen. Kuka sprach miteinander. Nakamura. Es bleibt spannend. Aber Nepomniachtchi letztes Mal in Kandidatenturnier gewonnen. Caruana Nummer 2 der Welt. War der stabilste im klassischen Schach. Muss man da gleich zuerst nennen. Hikaru, schwer für mich einzuschätzen. Ebenso wie Kuka sprach miteinander. Wieder sehr solide, aber gewinnt gleich zu wenig Partien. Und Abasov hat außer dem Weltcup eigentlich ziemlich schwach gespielt die ganze letzte Zeit. Wäre eine Sensation, wenn er nicht sehr leiden muss. Sehe ich Vincent auf Augenhöhe mit Prag oder Gukesh oder ein klein wenig dahinter. Suggestivfrei, guck auf die Elo, Alter. Was hat Vinny? 2,742? Was hat Prag? 2,743? Das nicht Augenhöhe ist, weiß ich auch nicht. Er hat mehr Elo als Gukesh. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen so ein Fame-Ding, vielleicht so ein German-Ding. Aber die Leistung ist da. Wollen halt nicht 70 Turniere für Vinny organisieren, um noch zum Kandidatenturnier zu kommen. Aber sonst... Ah, Alireza habe ich vergessen.
kann ich auch schwer einschätzen. Alireza ist ja immer sehr Hit and Miss, gewinnt oder verliert. Weil er so viel verliert, ist auch schwer, so ein Turnier zu gewinnen. Das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Aber ich mag mich täuschen. Ist natürlich ein besonderes Talent, Alireza, ist klar. Willkommen beim Mitropa Cabernet Appeals Committee. Das sind ich und Laurent Frissinet. Erst ein Match gegen Vinny gemacht, wenn ins Kandidatenturnier kommt. Nee, wir in Germany sind gar nicht so mauschel. Na, ist ja legal, aber so halb mauschelmäßig unterwegs. Wir sind ja alles so nette, biedere Jungs. Gegen Wesley hätte ich natürlich gespielt. Aber Wesley wollte nicht. Na, ich finde es schon ganz gut, dass Winnie sagt hier, das Regen wäre sportlich. Er ist noch jung, er muss hier nicht auf den letzten Metern irgendwie komische Sachen machen, keine Turniere für sich organisiert kriegen. Keine Matches spielen, keine Opens. Das braucht Vinny nicht, Alter. Sam Joyce, mir ist aufgefallen, dass Prag bei der WR-Weltmeisterschaft öfters gespielt hat und auf einem höheren Brett. Ist dir aufgefallen, Sam Joyce? Was sagt die Statistik? Prag hat 7 Partien gespielt und keiner 7 Partien? Oder wie ist seine Auswertung gelaufen? Prag war Brett 7, keiner Brett 8 nach Elo. Aber das liegt daran, dass ich Vincent hasse. Das ist die Wahrheit. Natürlich, Snowy Castles, Ritalin, ne, hier morgen. Ist die neue Regelung zum Kandidatenturnier aus seiner Sicht besser? Was hier, welche neue Regelung? Ich weiß auch nicht, ob Andrew Hong Protest eingelegt hat gegen den Ausgang der letzten Partie. Ich denke auch, die Gefahr beim Match gegen Vinny, dass ich selber ins Kandidatenturnier rutsche, wäre zu hoch gewesen. So, geht weiter oder was? Was ist denn jetzt los hier? Essenspause? Oder wollen die zwischendurch noch kurz Title Tuesday spielen? Vor deine Brille war eine Ray-Ban mit Kamera abzugraden. Brille mit Kamera? Klingt weird. Ne, hör ich nicht vor. Jetzt geht's weiter. F4, was ist das denn hier? Vinny hat sich vorbereitet auf diese Aronia-Variante, die er gestern schon gespielt hat. Gestern spielte Keimer E3. Und jetzt Bauer nach F4. Stopp Bauer nach E5. Und plant hier die ganze Mitte zu besetzen. Interessant. D6 Springer F3. Keimer noch im Buch. Was sieht logisch aus? Läufer F5, um E4 zu verhindern. Vinny darf F-Bauern ziehen. Vinny ist Großmeister. Grund der Gamme sagt, denkst du, Alireza kann Magnus vom FIDE-Rating her noch schlagen? Ich verstehe die Frage nicht, ob Alireza ein höheres FIDE-Rating als Magnus, als Peak-Magnus erreichen wird, als Magnus jemals, oder was ist die Frage? So, Spanner A5 und Bau nach C5, Bau nach B3, Läufer nach B2, normale Steuerung, nur dass der weiße Bau auf F4 steht. Quante Gamble sagt, sagen wir mal Magnus heute. Ich verstehe die Frage immer noch nicht, ob Alireza jemals eine höhere Elo erreichen wird als, keine Ahnung, was Magnus heute hat, 2, 8, 35, 40. Ja,
weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich relativ gute Chancen. Also Peak Rating würde ich sagen, nein. Wobei auch 2830 haben wir historisch nicht viel gesehen. Ne? Und Inflation bei der Elo haben wir auch nicht gesehen. Alireza, der einmal 2,8 ist dann aber die letzten 2 Jahre eigentlich nur Elo verloren. Also, ich weiß nicht, ich bin kein Buchmacher. Aber ich würde denken, dass er wahrscheinlich Außenseiter ist, jemals 2,835 zu erreichen. Aber muss man auch hier Inflation und keine Ahnung, viele Regeln mit einplanen. Und ich weiß auch nicht, wie viele offene Turniere in Rouen Alireza bereit ist abzufarmen, um Elo zu gewinnen. Also gibt es viele Faktoren. Ja, aber das große Ding ist halt, ja. Auch wieder, ob es die 0,8 für jeden Sieg gegen Elo Schwächere gibt wieder, oder es geht, jeder unter 2000er soll irgendwie 200 Punkte mehr kriegen, oder irgendein random Kram ist ja geplant. Das kann natürlich auch, oder beeinflusst auch die Top-Elos, die ja in letzter Zeit alle ein bisschen gefallen sind. Ronja ist Nummer 4 in Peak Fide Elo. Ja, es kommt hin. Ich weiß nicht, aus dem Kopf. Carlsen, dann Caruana, dann Kasparov, dann Aronia. Oder war Kasparov 2, Caruana 3? Fabian hat mal 2,845 hier, ich glaube, nach Sinkfield Cup 2014. Aber ich weiß nicht, ob er damit Kasparov geholt hat. Was passiert, wenn Winzer dieses Spiel verliert? Dann verliert er dieses Minimatch, aber es geht weiter, weil es ja Double Elimination ist, würde dann ein Entscheidungsmatch gespielt werden. Was die Stellung angeht, laufen nach B2, springen nach G4, versuchte hier das Loch auf E3 zu nutzen. Das wurde natürlich überdeckt von Vincent, Dame nach D2. Und der Springer kehrt ins Spiel zurück mit Spreize 6, aber recht langwierige Manöver, die der Aronian hier spielt. Spreize 6, D5, Springer D4. Jetzt einfach in Anführungszeichen kurze Rochade. Weiß sollte besser stehen. Victor Rolosaurus sagt, das Entscheidungsmatches sind aber kürzer, das ist korrekt. Nur einmal jede Farbe und dann hier das Armageddon Beach Chisel, ne? Jungs, ich hab euch lieb und euer Shirt in jeder Farbe. So, mal gucken, ob ich hier einen Gardega voll hat, ob er Schach spielen will. Oder Gustl. Ne, er hat keinen Voll, er hat keinen Wollet. Ah, es ist noch erkältet, ist noch erkältet. Okay, dann wäre es halt nichts. Mit Erkältung ist nicht zu spaßen, habe ich ihm auch schon geschrieben. Soll sich auskurieren. So, ne, das ist eine harte Erkältung. So, Rochade gespielt. Aronia entwickelt den Läufer, Läufer hat D7. Finny soll den Springer hier befragen, wie wir im Schachjargon sagen. Schachjargon kenne ich. Und dann hier einfach so expandieren. So, zack. Ne, ne, stell euch vor, er würde hier, weil er erkältet ist, würde Eddie eine Partie gegen mich verlieren. Und das, so eine Erkältung kann schnell, wenn man sie nicht vollständig ausgerät, kann schnell zu einer Männergrippe werden. Ich weiß, wovon ich spreche. Und dann hast du da tagelang, hast du tagelang hier Gliederschmerzen. Das wünsche ich keinem. Und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Etienne Gardet in Hamburg im Februar hier seine Erkältung nicht ausgerät. Ganz liebe Grüße. Ich habe nichts mitgekriegt von Schiffeversenkungsskandal. Was passiert im Hamburger Hafen-Chat? Ihr müsst mich aufklären. So, Bau nach H3, Springer nach H6 wurde gespielt. Okay, behält sich hier die F5-Option offen vielleicht. Wie könnte G4 spielen? Spielt E4 auch sehr natürlich.
Bauer nach A6, plant jetzt Bauer nach B5. Also Onyan spielt hier links wie rechts. Keimer macht Druck mit Bauer nach G4. Freut sich auf die neue Stelle von Kirby Enthusiasm. Ja, wobei die letzte habe ich nicht mehr so abgeholt. Also Curb Staffel 3, 4, 5 ist immer noch. Eigentlich 3 bis 7. Schmeiße ich mich bei allen weg. Also wenn ihr mich mal lachen sehen wollt, dann zeigt mir Kirby Enthusiasm. Staffel 3 bis 7. Danach war ich ein bisschen raus, aber natürlich wird es geguckt. Letzte Staffel. Larry David, Legende. Ich habe eigentlich kein HBO, Sky, Wow, wie es alles heißt. Ich muss gucken, wie ich da rankomme. Vielleicht muss ich so ein Wow-Abo machen. Na, ich war nicht so ein Fan. Ich habe alle anderen Abos. Wow nicht. Irgendwie, es hat mich getiltet, dass es keine Untertitel gab und dass es irgendwie auf dem Desktop nicht funktioniert. Mich hat vieles getiltet. Aber andererseits, ich muss ja an die HBO-Serien irgendwie ran, ne? Ein Binnenschiff ist in einem Hamburger Hafen gesunken. Gab es Tote, Verletzte? Ich hoffe, alles glimpflich verlaufen. Hamburg City. Hafen der Fähre heute gebrannt, da ist auch noch ein Schiff untergegangen. Okay. Ich hoffe, alles gut. Wo war Kaiser Sosse? Frage ich mich da natürlich. Ja, Sky, ich bin auch kein großer Fan, aber ich muss den HBO-Schüssel irgendwie gucken. Ich habe neulich schon recherchiert, also war mir auch zu kompliziert, ob man hier irgendwie mit VPN sich so ein Ami-HBO-Abo einfach holen kann. Aber dann musste man angeben, in welchem US-Staat man ist für Tax-Purposes. Und da, ey, ne, wäre mir zu wild. So cyberkompliziert bin ich nicht. Aber ist nicht leicht. Basti ist da, fragt, wie läuft's bei Vinny? Vinny muss diese Partie gewinnen möglichst, um im Match zu bleiben. Also im Prinzip spielen sie auf zwei Gewinnsätze. Vinny hat den ersten Satz gewonnen. Wenn er jetzt gewinnt, hat er das Match gewonnen und den Titel und alles. Wenn er verliert, steht es 1-1, dann gibt es Entscheidungssatz, den verkürzten. Und Keimer steht, soweit ich das überblicke, deutlich, deutlich besser. Nach G4 kam König H8, sehr passiv. E5 besetzt die Mitte, B5 und er snakt sich hier den Springer C/D, Springer E4. Der Punkt ist, wenn hier geschlagen wird, kann Weiß nicht, kann Schwarz sich nicht bedienen, weil der Springer auf H6 viele Fälle fühle. Es ist schon Finale, aber es heißt immer alles Finale bei dieser Champions Fest, also sehr verwirrend. Gestern war das Winners Finale, jetzt ist das Grand Finale und wenn Keimer verliert, ist das Grand Finale Reset. Steigt ja die nächste Division auf, ich glaube für das nächste Event, ja, ne? So funktioniert das. The Cool Guy, vielen Dank für den Prime Sub, Chat, wenn ihr Amazon Prime habt, abonniert diesen fantastischen Kanal, verknüpft es mit Twitch, unterstützt mehr kostenfrei hier den Vinny K. Fankanal Janistan TV. Denn in Amazon Prime ist eine Twitch-Subscription mit drin. Und sonst, wenn ihr Gönnerf seid hier, haut ein paar Subs raus. Wir haben noch keinen Hype Train gesehen heute. Und ohne Hype Train kommen wir nicht zum Zug. So, Werbung Ende. Turm nach C8, Turm A nach C1 gespielt. Sieht sehr dominant aus, die keimische Stellung. Dopamin 68, danke für den Sub. Ich sehe nicht, was er auch hier machen soll. Er steht hinten drin, die Bauern hängen alle. D schlägt E, F schlägt E, hilft ihm nicht. Wahrscheinlich macht man irgendwie so Verzweiflungsding, so Schlagen und F5. Versucht zu verwehren, aber auch dann. Take, take, take. Weiß gewinnt. Was soll er Onyan tun? Vince Keimer, der Mann aus Saulheim, hat hier sich gut vorbereitet auf die Partie. Und eine dominante Bauernkette errichtet. Dazu den Springer an den Rand gezwungen. Also diese frische Idee hier von Vinny K. aus S. Bauer F4 scheint sich auszuzahlen. Der Onyan muss hier ganz kleine Brötchen backen mit Springer nach G8.
Auf Schlägt D4. Ich glaube, da hat er einen sehr langen Variantenbaum hat er gestern gebaut. Ja. Hype Train nähert sich, aber nur noch 2,5 Minuten. Ein, zwei Subs da draußen, weil wir noch haben, Chat. Haut raus. Ich glaube auch, Vinny wird gestern hier einen der längsten Variantenbäume, die man jemals gesehen hat. Also mit Verästelung. Links wie rechts. Also da hat er hier Bauer F4, dann hat er hier D6 gebaumt. Springer nach A5. Was wir ja noch alles gebaumt haben. Springer H5. E6. Das wird ein Riesenbaum gewesen sein. Joel, danke schön. Joel 2768. Ich hoffe, keine Verletzungen, keine Meniskusprobleme bei Joel. Liebes Dina, danke schön. Der Sportschüler hat ihn bestimmt dabei gefilmt, wird sich demnächst bei dir melden. In meinem Hintergrundgespräch fiel auch 17 Mal der Begriff Variantenbaum. Also ich weiß nicht, wer da in dem Sportschüler es gesteckt hat, in den Bäumen. Aber das wird jetzt... das wird jetzt ausgeschlachtet. Wo die Variantenbäume wuchern, möchte ich Landschaftsgärtner sein, Alter. Bauer E6. Zack. Ein Deal, danke für Prime Sub. Erwin Ponowski, danke schön. TubiFax4, danke schön. Liebes Dina, danke schön. Das 0,5 zu 1,5 ist aus Sicht von Vincent zu interpretieren. Er liegt zurück, aber er steht kurz vor dem Ausgleich hier. Hype Train rollt, die Bauern rollen, die Grillen summen, die Variantenbäume wachsen. Die Sonne scheint, das ist ein wunderschöner Tag. Chain 80, danke für den Prime Sub. Hyper, hyper. Was sollte Vincent tun? Könnte er Figur opfern? So? Dann sagen, okay, du hast zwar Figur mehr, aber was hast du vor mit diesen ganzen Toten? Diesem toten Springer. Wie soll der jemals hier ins Spiel zurückkehren? Muss er natürlich nicht. Er könnte auch hier den Läufer schlagen und jetzt das Ganze machen. Das hat den Nachteil, dass der Springer ein bisschen Potenzial hat, aber... würde auch nicht viel in der Gesamtsituation ändern. Und Keimer opfert die Figur. Kennt er nichts, der Winnie. Schön gespielt, Winnie. Oh, gibt es einen Punkt, der euch stört? Ich weiß, Chat, ihr seid da empfindlich. Hier, nehme ich weg. So. Saulheim, Landkreis Alzey-Worms, represent. Eternal Recurrence, danke für den Sub. Level 3 im Hype Train hier, da geht noch mehr. Haut raus. Vinny haut auch raus hier, und zwar Levon Aronian haut da raus aus der Champions Chess Tour. Die Partie gewinnt, steht es 1,5, 1,5. Das würde seine Chancen natürlich sehr erhöhen. Er wäre in diesem Satz zurück und den darf er ja sogar verlieren, hätte dann noch eine Chance. Aber es ist natürlich schöner, wenn es hier gleich erledigt. Dame nach A5, versucht hier verzweifelt die Damen zu tauschen. Aber Keimer hat sich festgebissen in der Stellung. G schlägt F5, Dame C5 würde mit Turm H4 beantwortet werden. Und der Damentausch käme zu spät. Denn hier erwischt es den König. Schachmatt! Deshalb muss Aronian nach G schlägt F5 mit dem Bauern zurückschlagen. G schlägt F5. Was wiederum den weißen Figuren neue Angriffsschneisen öffnet. Aber Keimer hier hat die Ruhe weg, spielt König nach H1, sagt hier, ich würde die Damen gerne auf dem Brett behalten, wenn es dich nicht stört. Jetzt kannst du damit C5 machen, aber dann komme ich hier an. Die schwarze Störung ist so trostlos.
Die Figuren kommen einfach nicht raus. Chat, eine Minute noch hier, Level 3, Hype Train. Da muss doch was gehen. Eine Minute 16. Jetzt schnell die Subs raushauen, den Zug in der Spur halten. Wie heißt der Film mit... von Tony Scott? Sehr guter Film, hab ich gerade geguckt. Denzel Washington. Wer ist der andere Francesco hier? Chris Pine. Ich habe den Namen vergessen. Aber sehr guter Film. Auf jeden Fall geht es um einen Zug, der in der Spur bleiben muss. Unstoppable, so heißt er. Sehr zu empfehlen. Aber Hype Train hier scheint stoppable zu sein. Da, Basti haut noch einen raus. Dankeschön, Basti. Aber, wir haben nur noch 30 Sekunden. Einen Sub brauchen wir noch. Uff. Wolf Beifel sagt, nee, der Film ist scheiße. Der Film ist super. Hör dir Quentin Tarantino zu Unstoppable an. Quentin Tarantino hypt den Film sowas von ab. Lady in Black macht spannend hier auf den letzten Metern. Dankeschön, Lady in Black 90. Mit Ryan Reynolds dachtest du, naja, ist mit Chris Pine, aber nah dran. Launischer Bär, danke für den Sub. So. Genug Gelaber über Filme hier, da ist Action auf dem Brett. Und der Gustav Sonnre wieder selbstherrlich über Filme. Vinny hatte ihn hier. Zack, Turm H4, Dame H8. Und der König wird erwischt. Küche 6 können wir sogar eiskalt den Turm noch ranbringen, wenn er Spaß hätte. Ach, Ronja versucht eine Verteidigung zu finden. Ich glaube nicht, dass da eine geht. Das Joe Bro und Neo Tenchi, danke euch für Le Sübs. Trackman sagt nur Master und Commander. Master und Commander ist okay, aber The Master ohne den Commander ist ein Meisterwerk. Meine Matteo hat The Master gesehen. Matteo guckt The Master. Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix. Es ist besser als Master und Commander. Weniger Schiffe, aber dafür mehr Fragen über die menschliche Existenz. Wobei noch mehr. Mr. Fork, danke für das Sub. Und Arondil88, danke auch dir. Arondil klingt nach Herr der Ringe. Wer ist Arondil nochmal? Oder ist ein Aronian-Fan hier, der die besten Aronian-Deals immer macht? Stimmt, paar Boote und Schiffe gibt es bei The Master auch. Sind auch auf dem Schiff unterwegs sogar. Stimmt. Sind eigentlich beides Schiffsfilme. Lady in Black, das verstehe ich. Aber Niklas ist ja auch abgewandert nach Berlin. Das ist kein Hamburger mehr. Arondil ist Elder Scrolls, sagt mir nichts. Hast du mit dem Prime Sub? Gibt es den einmal im Monat? So sieht's aus. Elendil ist Herr der Ringe. So, hier passiert was. Na, endlich. Aronian entscheidet sich schweren Herzens, die Figur zurückzugeben. Aber das sollte ihn auch nicht retten. Keimer nimmt einfach nicht. Keimer sagt, ne, ich will deinen schmutzigen Springer nicht. In diesen Worten. Und ich würde dich lieber matt setzen, indem ich all meine Figuren opfer. Können wir ihm nicht verübeln. Hier, Kramnik, kannst du hier investigaten? Interesting. Dass keiner das Material nicht schlägt, wie jeder Mensch, sondern matt setzt, matt in 6 Zügen. Vladi, wenn er jetzt noch damit G4 Schach macht, dann... Very interesting. Dame schlägt D5 Schach. Die letzten Rache-Schachs werden gegeben. Aber das war's. Starke Partie von Vinny. Man könnte, glaube ich, sogar sagen, eine Glanzpartie. Starke Vorbereitung, Figuren, Opfer, Dominanz. Und ein Levon Aronian sieht man selten so zusammengeschoben. Ausgangseröffnung. Hut ab, Vinny K. Im aktuellen Chicken Chess Club gab es viel Verständnis für Kram. Ich höre das nicht. Nehmen die noch Folgen auf hier mit viele Kritik? Machst du zu dem Spiel ein YouTube-Video? Weiß ich nicht. Das hier ist ja schon das YouTube-Video eigentlich. Aber eventuell nicht zwingend notwendig. Der Hype-Train läuft noch, Chat. Kleiner Reminder hier.
Level 5, geht da noch mehr? Ja, Vinny Killer Instinct gezeigt. Fang jetzt wieder den normalen Podcast. Wird nichts werden, Chat. Wird nichts werden. Unkreative Differenzen. Also nicht menschlich, aber über die Inhalte. Ich habe keinen Bock immer über Fide und wen wir alles verurteilen sollten, zu reden, jede Woche. Und Peter Heine hatte eine starke, seinem moralen Kompass entsprechende Agenda. Nicht so meins. Aber ein bisschen traurig ist es. Ich hätte gern wieder einen Podcast. Kann man Schach eigentlich wetten, so sportwettenmäßig? Ich glaube schon, ich verfolge es nicht. Aber ich glaube, gerade vor großen Turnieren gibt es Quoten und dies, das, jenes. Tschüss, Berto, danke für den Sub. Tobi, OTBR, Tui, Toi, Top, danke auch dir für den Sub. Eine Minute haben wir noch in Level 5 hier. Zwei Subs brauchen wir noch. Geht da noch mehr? Vinny, 1,5 zu 1,5, das heißt, wenn er jetzt die nächste Partie gewinnt, dann ist er Sieger dieser zweiten Division. Es ist alles vorbei. Wenn die Partie unentschieden ausgeht, dann gibt es, glaube ich, hier Armageddon-Schüssel. Und wenn er verliert, dann gibt es ein Rematch. Mit Matteo vielleicht, der sucht immer Leute, mit denen er einen Podcast machen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Matteo kann ja hier mit ganz Twitch einen Podcast machen. Ich glaube, da bin ich nicht oben auf der Liste. Und bei mir, damit Leute sich mein Gelaber anhören, wir brauchen hier mal ein Schachbrett. Oder wenigstens ein mentales Podcast-Schachbrett. Ich glaube, das wird nichts. Für den Podcast mit Marius. Wer ist Marius? Marius Number One. Reacher Staffel 1 war super. Banshee kenne ich. Banshee ist hier mit Homelander, ne? Kennen wir. Wirre Freaks, die in ihnen bisher ungekannten kleinen Stadt aufräumen, bin ich immer dabei. Roadhouse, der vielleicht beste Film aller Zeiten. Da ist meine Welt. Thomsen, vielen Dank fürs Ab. Kommt zu spät für den Hype-Train, aber wir freuen uns trotzdem. Dankeschön. Thomsen 59. Ich habe nicht nur einen, ich habe zwei Reiskocher. Läuft bei mir. Kannst du ein Modell empfehlen? Nee, ich warte, bis Big Reis sich meldet hier. Nicht, dass mir das um die Ohren fliegt hier. Das, mit Big Reis ist nicht zu spaßen. Stimmt, eigentlich kann ich Podcast auch alleine machen. Für Lanz und Precht jede Woche, ne? So, Vinny, weiter geht's. 1,5 zu 1,5. Wer die gewinnt, hat alle gewonnen, beziehungsweise hat das Match gewonnen. Wenn Vinny das hier gewinnt, ist der Lachs schon gegessen. Er verliert, gibt's das Rematch. Bei Unentschieden gibt's einmal gerne. Bauer nach H3. Eiche schon am Wochenende? Ah ne, Aronian spielt immer ohne A4, ne? Ich habe hier mit A4, ich B5 gemacht, habe ich Trick gemacht. So stand es bei mir. Ich so, Attacke! So nach dem Motto, schlag doch! Und dann wollte ich hier taken. Aber hat er gesehen. Ist hier weggegangen mit dem Läufer. Das war meine Partie. Der Läufer nach B3. Ein anderer Weg, den Läufer zu retten. A6 bei D2. Vinny ist hier Experte. Er liebt diese Struktur mit Läufer nach E6. Und Läufer schlägt E6. F schlägt E6. Die ich nicht mag. Obwohl ich sie letztes Wochenende auch hatte. Aber Vinny ist Fan. So, das hier so als Theorie. Springer H2 ist selten, soweit ich weiß. Springer G3 ist gängiger. Springer H2, weiß nicht. Hat Levon vielleicht einstudiert? Ich noch nie gesehen. Aber Vinny scheint sich auszukennen. Takes, Springer F6, Springer H4.
Ja, das ist doch vollgestopft mit Theorie, der Vincent Keimer, ne? Also ich glaube, Vincent, zum Frühstück gibt's hier Weetabix und Variantenbäume. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das Rematch war heute noch, soweit ich weiß. Theorie lernen ist unfair, ich weiß. Ich weiß, wir sind ja alle die vielleicht talentiertesten Spieler der Welt. Aber dann kommen hier diese Theoriestudioses, diese Variantenbäume, Leute, wie Vincent Keimer, und machen uns alles kaputt mit ihrem Fleiß, mit ihrem Ehrgeiz, mit ihrer Arbeitsmoral. Ist nicht fair. Tja, wir müssen das Brett eigentlich auch noch um 180 Grad spiegeln, damit es realistisch aussieht hier. Also sportstudiomäßig, ne? Ich sollte nicht zu sehr lästern über Sportstudio. Die haben sich echt Mühe gegeben, haben das auch gut gemacht, den Beitrag. Und wir sollten froh sein, dass Vinny K. und damit Schach hier im aktuellen Sportstudio ist. Auch ein Tor gemacht. Vinny, du Monster, Alter. Mr. Fogg lernt nur Variantenbüsche. Ja, das ist der Fehler, das ist der Fehler. Aber Schöneberger hat mich damals nicht nach Variantenbäumen gefragt. Nein, jetzt ist es. Das Geheimnis haben sie in Öffentlich-Rechtlichen erst später verraten. So, Vinny, wie steht's? Springer auf 1, D5, schlägt Schräg, Springer H2, damit D6. Zack, zack. Sieht nicht ungefährlich aus für Schwarz. Weiß, das Läuferpaar, ein bisschen Potenzial hier. Aber das schien ja noch vorbereitet zu sein. Springer F6, Springer F4, Turm AD8. Greift den Bauern an. Und jetzt überlegt Aronian. G5 sieht normal aus für meine Begriffe. Dann wird Vinny wahrscheinlich hier taken wollen. Wenn die Dame wegginge, dann gibt es hier Gegenspiel. Zack, zack. Was macht Gildo Horner heutzutage? Ist Gildo Horner am Start? Fragen geht es Eröffnungstheorie, aber keine Schließungstheorie. Gibt's auch. Nennt sich Endspieltheorie. Interessiert kein Mensch. Endspiel braucht kein Mensch. Aber Mensch braucht Endspiel. So, es folgte Läufer E3, Läufer schlägt, Turm schlägt und Springer D5. Wenn ihr immer noch im Blitztempo unterwegs, hat hier den Variantenbaum eingesogen. Nussecken essen, das klingt lecker. Ich habe auch Bock auf eine Nussecke. Gildo Horner bei Bares für Rares sein Motorrad verkauft. Oh je, ich hoffe, alles gut. Ich erinnere mich auch nur noch an Gildo hat euch lieb. Da gab es auch einige Hits damals, ne? So, Ronny hat überlegt und spielt Turm nach E4. Nach langem Nachdenken. Ja, jetzt kann der Springer hier springen. Turm nach E4, kein Zug, den der Computer mag. Das heißt, der Variantenbaum könnte jetzt zu Ende gehen. Und Vinny muss jetzt kurz überlegen. Aber das Gute ist natürlich, dass er jetzt in dem Wissen überlegen kann, dass der Gegner in Anführungszeichen was falsch gemacht hat. Strategiehamster sagt, moin, Chat und Jan, vielleicht eine Noob-Frage, aber Jan, was jetzt von der Ohrenverteidigung bei Schwarz? Eher solide oder lieber bei den normalen E4, E5-Veröffnungen bleiben?
Weiß ich nicht. Siehst du hier, wir gucken ja hier häufig Top-Schach. Siehst du da viel E4, B6 oder nicht so viel? Aber ernsthaft, nee, es ist ziemlicher Blödsinn, weil du nicht ums Zentrum kämpfst. Weiß ist besetzt mit D4 und Läufer nach D3 und Schwarz einfach schon deutlich schlechter steht. Natürlich geht es noch ein bisschen weiter. Spiel F6, Dame E2. Aber Weiß muss hier nichts kennen. Muss nur den Bauern verteidigen. Dame E2, Spiel F3. Rochade bei Bedarf C3 und steht deutlich besser. Also ich würde schon dazu raten, ums Zentrum zu kämpfen mit E4, E5 oder E4, C5. Oder wenigstens indirekt mit E6, D5 oder C6, D5. Aber ich bin sehr schockiert, weil ich die Frage echt gefühlt alle 2 Tage kriege, warum es scheinbar das Gerücht gibt, dass E4, B6, was ja nie irgendein guter Spieler spielt, und ich weiß, wie wir sagen, ja, ich wollte mal sagen, Magnus und Gauer haben Title Tuesday gespielt. Ja, wie jeden ersten Zug. Aber warum häufig gefragt wird, ist das eine gute Eröffnung? Nein! Hier, guck auf den Balken. Siehst du? Bäh! Hier, siehst du? Bäh! Hier nochmal. Bäh! So. Wenn ihr G6 gespielt, das ist auch das Problem mit jeder Drecksöffnung. Miles war E4, A6, was ihr meint. Aber dass immer die Leute sagen, ja, das hat aber der und der Großmeister mal gespielt. Jeden Quatschzug wird der und der Großmeister mal gespielt haben. Aber selten regelmäßig in der Großmeisterpraxis. E4, B6 oder E4, A6. Und dass viele Leute in einer Partie aus irgendwelchen Gründen mal Quatsch spielen, heißt nicht, dass ein guter Zug ist. Buffel Prime sei. Ich freue mich schon auf den Supercomputer der Zukunft, der E4, B6 als besten Zug für schwarzen Lager. Ja, das wird halt niemals passieren, weil es einfach nicht logisch ist. Also, ja, ich will nicht schon wieder ranten. Aber Schach, es gibt ja ein paar Sachen, die relativ selbsterklärend sind. So Platz, Figuren in gute Position bringen und so weiter. Und das ist einfach den Damenlauf zu entwickeln. Ist nicht sehr weit oben. Auf der Prio. Ja, tja, ich will nicht jedes Mal mit euch streiten. Spielt eure Dreckseröffnungen, aber dann fragt mich bitte auch nicht. Ich mag Eröffnungen, wo man nach einem Zug schlecht steht, meistens nicht. Spielt, was ihr wollt. Und kauft mal einen neuen Chessable-Kurs. Erstens E4. Aggressives Repertoire. Da wird unter anderem auch E4, B6 widerlegt. So, Vinny, jetzt mal Druck hier. Vinny macht schon wieder Druck, ne? Greift den Bauern hier an. Das solltest du auf jeden Fall regelmäßig spielen. Das ist eine etablierte Waffe. Das hat schon hier Sultan Khan regelmäßig gespielt. Test of Time bestanden. Gönn dir. So, Läufer nach D1. Der Läufer muss passiv den Bauern verteidigen. Und G6, König G7, ja schön gespielt, hat den Springer neutralisiert, der nicht mehr auf dieses Feld kann. Spreit E5 könnte er spielen. Turm E8 sieht auch logisch aus, um so E4-Ideen in die Stellung zu bringen. Skyrex ist ja ganz gut Schach spielen. Alles relativ. Nicht so gut wie Vincent Keimer und Leon Aronian. Aber ich bin Schachgroßmeister. Also ich kann relativ gut Schach spielen.
So, Vinny. Zack. Für Eddie Reitz. Ein gutes Charme, gutes Aussehen gibt es halt nicht oft. Ja, und dazu die Eloquenz dürft ihr auch nicht vergessen. Also, es ist schon eine rare Kombination. Deshalb auch die vielen Zuschauer. Nein, vielen Zuschauer sind wegen Vinny hier, der die Division 2 kurz davor steht zu gewinnen bei dieser Champions Chess Tour. Und das wäre natürlich nice. So ein Lemon Aronian muss man erstmal weghauen. Hat er gestern schon geschafft im ersten Finale. Wenn er jetzt gewinnt diese Partie, dann ist es vorbei. Nicht zu vergessen die Bescheidenheit. Ich habe so viel Stärken, Chat, ey. Wenn da auch noch Bescheidenheit zukäme, das wäre zu viel. Ich sag ja immer, Bescheidenheit ist die subtilste Form der Arroganz. Ich habe weniger subtile Formen mehr. Der Humor. Was überlegt er da, der Vinny? Ey, hier muss man nicht eine Stunde überlegen. Schieß gut, mach irgendwie Zug. So, Turm in die Mitte. Pferdchen in die Mitte. Also, man kann ja wahrscheinlich mit dem Erfolg nicht diskutieren. Aber manchmal können wir ein bisschen schneller Zug machen. Schnäppler sagt, gab es hier eigentlich ein Statement? Ey, wenn die Frage so schnell wäre, wäre mir immer schon getiltet. Was für ein Statement, Alter? Die Presseerklärung. Wegen des Wegfallens des Kandidatenplatzes für den Herausforderer. Weiß ich nichts von. Ist das so? Herausforderer kriegt kein Kandidatenturnierplatz mehr? Haben sie die Regeln irgendwie geändert? Moment, gibt es ja noch. Ne? Nepomniachtchi ist ja dabei als Herausforderer. Ich kriege nichts mit. Okay. Chat, ich brauche erst die Fakten, dann können wir ein Statement machen. Was sind die Fakten? Beim nächsten Mal ist weg. Meine Damen und Herren, der Wegfall des Platzes im Kandidatenturnier für den Herausforderer ist das mal ein absolutes Unding. Der Herausforderer ist ja derjenige, der das letzte Kandidatenturnier entweder gewonnen hat oder der amtierender Weltmeister war. Und dann nur im Kampf um die Krone unterlegen hat. Also jemand, der so nah dran war an der Schachkrone. Und dann diesen nicht im nächsten Kandidatenturnier auch nur zu begrüßen. Nochmal, den Sieger des letzten Kandidatenturniers oder den Schachweltmeister, den ehemaligen Schachweltmeister, soll ihn auf die Ochsentour zu zwingen, über die kleinen Dorfturniere, über französische Open, nur um sich erneut fürs Kandidatenturnier zu qualifizieren. Halte ich für eine absolute Frechheit, es ist respektlos, es zeigt keinen Respekt vor der Schachkrone, vor der Energie, die ein derartiges Wehrmatch fließt und ich hoffe, dass die FIDE diese Entscheidung revidiert. So. Mein Statement. Mehr Statements auf meinem TikTok-Kanal. Ich habe leider keinen TikTok-Kanal. Wie ist denn diese Champions Chess Tour Turnier vom Prestige einzuschätzen? Ja, ist immer die Frage, wie hoch man Online-Schissel einordnet. Aber die ganzen Top-Spieler spielen mit. Und ich glaube, dass es prestigemäßig schon nicht so weit unten ist. Vinny, wiederholt hier die Züge und macht Remy in etwas bequemerer Stellung. Aber er sagt hier, ich hatte Schwarz. Remy, dann geht's weiter mit Armageddon. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Content. Warum nicht? Vinny hat einfach eine Accuracy von 99,9. Interesting, interesting. Weiß Kramnik Bescheid? Warum denke ich immer, dass bei dir purer Sarkasmus ist? Das meiste ist Sarkasmus. Manchmal mache ich auch was ernst. Aber wer mich kennt, weiß, glaube ich, diese Linie ganz gut einzuordnen. Und mit kennt meine ich, wer sich hier 2-3 Stunden diesen Blödsinn mal angeguckt. So, Vinny Remy, 2-2.
Kommt gleich Armageddon? Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, ehrlich gesagt, aber ich behaupte es einfach. Ich glaube schon. Armageddon oder Weltfrieden. Bring mich nach Hause. Statement für die niederländischen Zuschauer, das ist ein guter Punkt, das ist ein guter Punkt. Die niederländischen Zuschauer sollen natürlich auch wissen, was abgeht. Also, Damen und Herren, volgens mij ist es nu so, dass als je de Schaken Wereldkampioenschap verliest, ja nicht op het toernooi van de kandidaatjes spelen kon, en het kan helemaal niet zijn. Jij wint het kandidaatje toernooi en jij speelt de wereldkampioenschap lekker tegen ding en verliest. En jij moet, weet ik niet, een opene Rouen spelen of zo? En kun niet het volgende kandidatentoernooi spelen? Kan niet. Wat doe je, Fiede? Jezus. Dankjewel. Zo namelijk. Ik ben op 180, zei ik dat gehoord heb. Endlich sagt es mal, ne? Danke, Kaufmannowitsch, für den Sub. Und wieder weiß keiner, ob das eine ernsthafte Sprache war. Das weiß bei Niederländisch bis heute keiner so genau. Also es gibt viele Gelehrten, die forschen, ob es einfach eine Spaßsprache ist. Was sollen wir trinken? 7 Tage lang. Ich weiß es nicht. Lecker Gölsch. Gölsch finde ich ein sehr gutes Bier. Lecker gesellig. Vanavond ein bisschen gesellig trinken. In Gölsch. Ein Pauntje. Paun. Aus Belgien. Heel gut. Und noch ein bisschen eten. Ein grote shawarma schotel. Mit Knoflooksaus. Leuk. Niederländisch ist eigentlich Deutsch mit vielen Lauten. Meine Meinung. Was ich nicht kann auf Niederländisch, also ich kann ja nur so Troll-Niederländisch, aber es geht einigermaßen. Ich verstehe das meiste, was auch nicht schwer ist, wenn man Deutsch und Englisch kann, ein bisschen mit Holländern rumgehangen hat. Was ich nicht kann, sie haben so einen komischen Buchstaben UI, der so au-mäßig ausgesprochen wird, aber nicht so ganz au. Au. Den kann ich nicht. Au. Au. Ja, aber wir arbeiten. Den Outgang. Holländer können ja kein U, muss immer darauf achten. Die sagen immer Ü statt U. Ja, nö. Welche Frage, warum das unentschieden ist? Weil Kai mal die Züge wiederholt hat. Er hätte weiterspielen können, aber er rechnet sich im Armageddon noch bessere Chancen aus. Au ist unser U. Ja, meine ich ja. Ich kann halt Au, den Buchstaben kann ich. Achso, nee. OE ist ja U, ja. Von und du. Aber den UI-Buchstaben kann ich. Warum können die so schlecht Aber und Sonder unterscheiden, wenn sie Deutsch sprechen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Denn wir alle wissen ja bestens den Unterschied zwischen Aber und Sondern auf Niederländisch. Aber Niederländer manchmal machen die Grammatikfehler, wenn sie Deutsch reden. Peinlich. Cringe. Grammatikfehler finde ich immer cringe. Gottverdomme, moet je Aber zeggen, niet Sondern. Jezus. Opletten.
Magst du Sojasauce? Ich weiß nicht, Sojasauce ist so basic, ne? Also wenn irgendeine Soße zu trocken ist, greife ich schnell zur Sojasauce. Fischsoße, Sojasauce, habe ich immer rumstehen. Kann ich nicht sagen, ey, Sojasauce, beste Geschmack. Aber ist ein solides Würzmittel, würde ich sagen. So geht's hier weiter. TobiTo44, danke für den Prime Sub. Nein, Fossi20. Sojasauce, wie gesagt, ist super. Machst du ihn deine Carbonara? Ne, Carbonara mache ich auch selten selbst tatsächlich. Bolognese bin ich stark, Carbonara bin ich eher so bestellt, Fuchs. Ich weiß, rüber 09, das ist gut, das ist gut. Was für eine Fischsoße? Ich als Landrat, ich kenne das nicht. Fischsoße ist im Prinzip die thailändische Alternative zu Salz. Ich glaube, so kann man es vereinfacht sagen. Thais, wenn ihr es essen, wenn so ein bisschen Würze noch fehlt, greifen sie zur Fischsoße statt zum Salz. Ich mag Fischsoße. Vietnamesische, thailändische, auf der Ecke ist viel Fischsoße unterwegs. F-Bar, du bist gebannt, weil du mir sehr auf die Nerven gegangen bist. Ich weiß nicht, ob Shadow oder nicht Shadow, aber ich kann es hier auch nochmal machen. Nur, dass du eine offizielle Begründung hast. Ciao. Da werden gerne MSG genommen. Was macht dieser Band mit dir als Mensch? Eigentlich bin ich nicht gerne, ehrlich gesagt. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich bei manchen Leuten den Ton nicht mag über eine längere Zeit, schaffe mich dann immer drüber zu ärgern. Hier ist ja mein Stream, ne? Dann machen wir uns das Leben noch alle einfacher. Hast du ja mal gesehen, wie Fischsoße gemacht wird? Ah, that's how the fish sauce is made. Krungser, oha, erlebe selten, dass Jan Bente. Ich habe ja auch auf der Liste Krungs, aber noch nicht ganz. so ein Band, das macht was mit einem. Also, das erste Mal Band fühlt sich noch komisch an, aber irgendwann schumpft man da ab. Wie wird Fischsoße gemacht? Ich weiß nicht, ich will es glaube ich nicht wissen. Aber okay, doch, sag's mir. Meistens, nachdem ich jemanden gebannt habe, gucke ich zum Entspannen. Dann irgendwie Seinfeld oder so, um ein bisschen runterzukommen. Also ich mache da eher so Ben und Jerry mäßig. Habe ich lange drüber nachgedacht. Dankeschön. Der war geklaut? Von wem? Habe ich mir gerade ausgedacht. Das war ein grundsolider Joke. Von dir? Also erstmal Ben und Jerry's. Ah, ich schwöre, Mason habe ich nicht gelesen. Ich war mental hier am Konstruieren, wie ich was aus Ben und Jerry machen kann. Aber Credit where credit is due. Trotzdem, meine Version war besser als Ben und Jerry's. Aber ich würde auch nicht einfach einen Ben-Witz klauen. Ich bin nicht so der Ben-Stealer. Sorry, Kelp. So. Bot sich an, bot sich an. Extremely, sei, ich versuche derzeit Damengambit mehr und mehr zu lernen. Habe dazu auch das Video aus deiner kleinen Schachschule gesehen. Gibt es aus deiner Sicht einen bestimmten Plan, um den Gegner matt zu setzen? Nee, Gegner matt setzen ist immer schwer, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Man kann meistens nicht von Zug 1 bis zu matt planen. Also wir planen nur, bessere Stellung zu kriegen.
wo wir idealerweise auch noch wissen, wie wir ein bisschen weitermachen. Aber man kann Schach nicht auswendig lernen von Zug 1 bis Matt. Ist schwer. Außer Schäfermatt. Aber das lassen die meisten nicht zu. Dame Gambit ist es super schwer. Es ist super schwer, die Leute matt zu setzen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist die falsche Herangehensweise. Versuch eine gute Chance zu kriegen und dich da als Schachspieler zu verbessern. Aber versuch nicht im Dame Gambit zu lernen bis zu matt, sondern Step by Step. Step by Step. Ja. Erstmal die Pläne lernen. Die Minoritätsangriff. Wo die Figuren hinkommen. Läufer hoffe ich hier hin, Läufer F5 verhindern. Jetzt hat Weiß zwei Möglichkeiten, den Springer hier hinstellen oder hier hin. In welcher Reihenfolge macht man das? Was sind die Vorteile? Springer auf E2 eher im Zentrum spielen, Springer auf F3 häufig eher der Minoritätsangriff mit Turm B1, B4. Wie sind die Zugfolgen? Warum fangen viele Leute mit Dame C2 an? Es gibt viel zu lernen, aber die meisten Wege führen nicht bis zu Matt. Es gibt nicht besonders viele Matt-Tricks. Da muss man schon sehr große Varianten bauen. Nach dem Bern ist nun stiller. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Winnie, wann geht's weiter? Wie lange müsst ihr denn hier Wettbieten machen? Elandria, ich habe angefangen, gegen starke Spieler früh Figuren zu tauschen, damit das Brett für mich überschaubar bleibt. Okay. Starke Spieler tauschen ja häufig nur Figuren, wenn es ihnen hilft. Also wenn du ein Zugeständnis machst, weiß ich nicht, ob es den Preis wert ist. Ich weiß, das Brett ist voll am Anfang, aber weiß ich nicht. Würde ich nicht pauschal zu raten, sondern eher bei jedem Tausch sich zu überlegen, hilft das mir oder hilft das ihm? Andererseits, wenn es hilft, was weißt du nicht? Man sagt ja auch, ein Mann soll ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Variantenbaum pflanzen. Absolut, absolut. Ah ja, alles erreicht, Chat. Ich habe zwei Kinder, ein Haus und ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube ungefähr 3000 Variantenbäume. Alles erreicht im Leben. Ein Äffchen und ein Pferd. Und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelernt. So, los geht's. Hier. Wie ging das Wettbieten aus? Vincent Keimer mit den weißen Steinen. Leon Ronian scheint ungefähr 7 Minuten geboten zu haben. Oder 6,50. Und kriegt daher die schwarzen Steine, aber die sogenannten Draws. Das heißt, soll diese Partie unentschieden ausgehen, dann gewinnt Aronian dieses Minimatch und es geht in die Verlängerung. Sollte Keimer mit Weiß und mehr Zeit gewinnen, dann gewinnt Keimer alles. Weißt du aber, wie du auf erstens F3 reagierst? Da habe ich keinen Variantenbaum, Aber das ist halt auch so ein verbreiteter Irrglaube, dass man auf jeden Quatschzug irgendwas wissen muss. Das Ziel ist ja, mit Schwarz immer nur eine Anstellung zu kriegen. Und nach F3 E5 oder F3 D5 steht man mit Schwarz ja schon besser. Deshalb ist es da nicht zielführend, dafür mehr Zeit zu investieren, wenn man schon weiß, dass es in anderen Varianten mehr brennt. Hier zum Beispiel, was ist das für ein Baum? Läufer nach D2, Turm E8, relativ seltener Zug, B6, Springer BD7 sind verbreitet, aber Turm E8, immer logisch, räumt dieses Feld für den Läufer bei Bedarf, Dame nach C2, Springer BD7 und jetzt nach B3 unter Tempoverlust? Winnie, was ist das denn? Ist das normal? Ich glaube, ich kenne mit dem Turm auf F8 hier sofort Springer BD7, Dame B3 und jetzt Bau nach C5, Turm auf E8, schwarzen Tempo mehr. Sieht erstmal relativ gut aus für Schwarz, aber
Vielleicht hat Vinny sich was dabei gedacht. C schlicht D, E schlicht D, D schlicht C. Spiel auf jeden Fall schnell. Und Vincent ist gut vorbereitet. Vielleicht ist er ein super deepes Zeug, dass jetzt irgendwie Läufer B5 kommt und der Turm hier in irgendeiner Variante hängt oder so. Ich weiß tatsächlich nicht. Bonner A3 schlägt, schlägt. Springer E4. Und jetzt kommt Läufer B5 hier. Greift den Turm an. Vielleicht ist das die Idee, ich weiß nicht. Zack, zack. Und Rochade. Sing for Absolution sah früher galt das, glaube ich, als besser für Schwarz. Zu dieser Variante gab es nie eine theoretische Einstellung zu Sing for Absolution. Oder vielleicht redet ihr von was anderes, keine Ahnung. Achso, ihr redet von Armageddon-Statistik, ne? Bei Beat-Verfahren kannst du ja bieten, was du für fair hältst. Und irgendwann werden wir Statistiken haben, die sagen, welche Zeitverteilungen fair sind. Aber hier, beide Spieler bieten eine Zeit, mit der sie bereit sind, mit Schwarz zu spielen. Und wer da weniger bietet, kriegt Schwarz. Das ist ja recht fair. Was die Stellung angeht, wenn ihr etwas mit dem arbeiten kann, ich denke, die Stellung ist grob ausgeglichen. Vielleicht hier Dame A4 ein gemeiner Zug. Aber Schwarz hat diesen isolierten Bauern. Das heißt, Weiß hat Ansatzpunkte für eine lange Partie. Soll er wahrscheinlich den Läufer hier behalten, mit Läufer E1. Schauen wir mal. Und beide bieten, ohne zu wissen, was der andere bietet, und dann wird das Niedrige genommen, korrekt. Weiß kriegt 10 Minuten, Schwarz kann bieten. Yeah. Womit wärst du bereit, Schwarz zu nehmen und kriegst dafür Draw Odds, also hast bei Remis gewonnen. 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten. Und Vincent scheint mehr als 6,50 geboten zu haben. Sonst hätte er ja jetzt den schwarzen Stein. So, Aronian legt hier mit A5, A4 den Darmflügel fest, damit dieser aber auch nicht mehr so leicht vor kann. Wegen en passant. Sieht nach einem guten Plan aus. Könnte jetzt den Turm aktivieren. Ja, Turm A6. Schön gespielt, schön gespielt. Wer hat häufig vergessen? Türme brauchen offene Linien, haben wir ja gelernt. Aber offene Reihen sind genauso wichtig. Und hier auf dieser sechsten Reihe gibt es jede Menge Felder. Gebote waren 649 und 652. Ja, okay, waren sie nah aneinander dran. Also es scheint um die 7 Minuten scheint der Sweet Spot zu sein. Wer weiß. Beide hatten 6,57 beim ersten Mal. Echt? Okay. Also knapp unter 7 Minuten scheinen beide zu sein. Turm G6 gäbe es noch die Fork, also man muss ja aufpassen. Turm kann auch noch F6 hier den Springer nerven. Also Aronian hat schön gespielt hier. Turm A6, Turm F6, sehr instruktives Manöver. Nicht leicht für Vinny jetzt hier. Was zu machen? Ich glaube, er muss schlagen. Bevor er mit Turm F3, Springer G5 kommt. Schlagen. Turm schlägt C5. Und Dame schlägt E4. Ich weiß nicht, ob er da besser steht. Man, er kann hier so rumhorsen. Ein Springer auf G4 steht nicht gut. Zugzwangtermin 22. bis 27.3. Hast du da mal nichts am Hut? Ich bin Zugzwang-Chat, Alter. Bitte.
Karpovs Butler sagt, danke für deine kleine Schachschule, sehr informativ und unterhaltsam. Dankeschön. Janisan TV auf YouTube, 30 Folgen oder keine Ahnung, wie viele Folgen wir haben. Ich glaube, ein bisschen über 30. Unsere kleine Schachschule, da. Wenn ihr Eröffnungsbasics lernen wollt, ist, glaube ich, für jeden was dabei. Hoffe ich jedenfalls. So, Vinny kann die Eröffnungsbasics. Er muss jetzt hier irgendwie die Partie am Laufen halten. Er muss gewinnen. Läufer schlicht C5. Der Hate gegen Skandinavisch war etwas fies. Ich hasse ja keine Eröffnung, Chat. Ich sage euch halt nur meine Meinung, die überraschenderweise häufig mit der Einschätzung des Computers übereinstimmt. Und Skandinavisch und Ajechin sind halt nicht so, die, nicht so gute Eröffnungen wie E5 oder Sizilianisch. Das ist ja kein Hate. So, es kam anders. Turm BC1. Er erlaubt Turmscher F3 und Springer G5. Sehr provokant. Vielleicht unter Siegzwang waren ihm die anderen Eröffnungen zu... Die anderen waren ja zu remisig. Aber was wir jetzt machen hier? Bauer nach F4. Es droht der Dame schlicht H3. Und Springer steht F3 Schachmatt. Das Problem ist nur, Schwarz reicht ja unentschieden. Und hier König H2, Springer F3. Sieht dauerschachig aus, oder sehe ich das falsch? Vielleicht kann man so. Dann Springer F5, dann König H2, könnte sich verstecken. Die Frage ist, Springer E4, Dame schlägt E4. Was passiert da? D schlägt E, Turm schlägt D7. Ja, okay, Springer F5, König H2. Sorry, ich bin nur am Analysieren. Ich versuche hier nur zu verstehen, was abgeht. So, Turm C2. Schwarz scheint sich zu behaupten. Aber so wird es wahrscheinlich kommen. Ja, denn keiner muss ja das Unentschieden verhindern. Ja, so geschieht es. Springer E4 auf dem Brett. Er muss auch schlagen. Die Dame ist angegriffen. Dame schlägt E4. Und jetzt wichtig, der Zwischenzug Springer F5. Danach D schlägt E. Turm schlägt D7, wäre es zu spät. Dann könnte der König hier vor den Springer attackieren. Jetzt muss man das Schach sofort geben. Wenn der König jetzt vorginge, wäre die Dame noch auf dem Brett und Schwarz würde gewinnen. Mit einem Damenschach. Jetzt muss der König zurück. Das überlegt Vinny gerade. Ich glaube, er muss nach H2, nach König G2 gegen den Springer H4 wieder mit Schach. Ja, König H2 gespielt. D schlägt E4 und wie von Zauberhand landen wir in einem ungefähr ausgeglichenen Endspiel. Turm schlägt B7, Turm nach C2. Würde den Kollegen angreifen und den Kollegen und auch Springer schlägt E3 drohen. Also vielleicht hat Weiß nicht die Zeit für Turm schlägt B7. Aber was sonst? Turm nach D5 ist interessant, greift den Springer an. Nach Bau nach G6, dann läuft er nach C3, um hier auf einmal matt zu drohen. Kommt dieser Ausgleich. Turm D5 gespielt. Vinny ist ein Endspielfuchs, wissen die wenigsten. Im Stream hat sich gestern jemand indirekt genannt als Zugzwangkandidat. Ich dachte, Maluna habe sich geoutet. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. Sonst, die sagen mir ja nichts bei Rocket Beans. Ich weiß gar nichts. So, Turm Schach. Vinny darf natürlich keinen Dauerschach geben. Ein Remis wäre gleichbedeutend mit einer Niederlage. Das kann er nicht machen. Er muss irgendwie den Lachs am Kochen halten. Aber wie? Laufen nach F6 liegt nahe, um den Bauern anzugreifen. Ah, dann käme Springer nach H4. Zack. Und auf einmal geht's andersrum. Das ist ein Spiel, Turm nach E8. Turm nach C2. Leider ist Schwarz rechtzeitig mit dem Gegenspiel. Und auch auf der Uhr hat Aronian aufgeholt. Das wird Keimer.
nicht mehr gewinnen können, befürchte ich. Aber gut für uns oder schlecht für uns, je nachdem, wie man es sieht. Denn dann geht es hier weiter mit dem, wie heißt es? Grand Finale Reset? Mit dem nächsten Satz sozusagen. Steve Biken sieht das anders. Naja, ich glaube nicht, dass Steve Biken denkt, dass Weiß hier noch gewinnen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass wir hier noch irgendwas rausknödeln aus der Stirn. Welche Spieler waren alle im Turnier vertreten? Ich glaube alle, ne? Eigentlich spielen aber fast alle Champions Chess Tour mit. Das hier ist ja die zweite Division. Magnus hat die erste gleich schon gewonnen. Es wird sich erstmal qualifiziert für erste oder zweite Division. Und Vinny, wenn er das hier gewinnt, ist er nächstes Mal auch wieder First Division dabei. Aber es spielt eigentlich fast immer die versammelte Weltelite mit. Champions Chess Tour, Chessville Masters Division 2, Winners Bracket Final, Grand Final, Reset. So sieht's aus. Ich glaube, Winners Bracket Final ist nicht mehr, das war gestern. Jetzt ist gerade das Grand Finale. Und wenn Aronias gewinnt, das ist das Grand Finale Reset. Ich weiß nicht, Lancer 197, ich bin auch auf der Suche. Ich weiß es wirklich nicht. So, Vinny versucht hier weiter zu gewinnen, aber ich stehe jetzt mit dem Rücken zur Wand. Aber weil Niederlage und Remis ja gleich gut sind, ist das absolut richtig, was er macht. Also wird nicht reichen. Aronian spielt es hier stark. König H4. Turm H6, König G3. Und auf einmal wird Weiß matt gesetzt. Läufer nach D4, kommt Bauer nach F4. Jetzt muss er hier taken. Aber sowohl Turm schlägt, als auch Bauer schlägt, gibt Weiß leider keinerlei Gewinnchance. Aronian rechnet, wird wahrscheinlich Turm schlägt spielen. Ist am safesten. Ja. Das Bauer im Spiel funktioniert nicht. Ist Schwarz zu schnell und der Turm muss weg. Kommt hier hin. Kommt der König hier. Und Schwarz gewinnt. Also, Aronian entscheidet diesen zweiten Satz für sich. Das heißt, Vinny muss in die Verlängerung. Ins Grand Final Reset. Wir gehen ins Reset. Kann man nicht versuchen, das Remis ins Spiel Remis zu halten und zu flaggen. Das sind ja gleich zwei Wünsche auf einmal. Ja, eine Minute im Online-Schacht, da flexst du nicht. Dazu sind die Jungs zu routiniert. Das sind, glaube ich, Online-Rapid-Ratings hier. Ich weiß nicht genau. Tour-Ratings. Auf jeden Fall ist es hoch. Wird Vinny gleich eine Brücke bauen? Er hat auch noch den B-Bauern. Ich habe neulich mal nicht geschafft, eine Brücke zu bauen. Brücken ist sehr schwer. Ah, es sind Chesscom Rapid Zahlen, das kann auch sein. Rapid wird wahrscheinlich nicht so viel gespielt auf Chesscom, außerhalb der Turniere von den Top-Leuten. Okay, jetzt ist es vorbei. Und Vincent gibt sich geschlagen. Aronian gewinnt. Glückwunsch an Levon. Das bedeutet für uns, es geht weiter mit dem nächsten Satz. Versuch rauszufinden, ob es sofort weitergeht oder nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich werde fragen. Wir haben ja hier unsere Quellen. Meine Quellen. Hm.
Soweit ich weiß, soll es heute noch sein, aber ich weiß nicht, ob es eine Pause ist. Oder direkt im Anschluss. Ich frage einmal. Ich habe gefragt. Ich weiß nicht, meint ihr, Eddie weiß sowas? Eddie ist auch sehr erkältet. Also ich möchte ihn jetzt nicht mit zu viel hier Recherche nerven. Der soll sich gut auskurieren. Mit Erkältung ist echt nicht zu Spaß. Wenn ihr knapp 10.000 Partien auf Chess.com, das ist nicht so viel, oder? Na, mit viel Bullet dabei, wobei auch nicht wenig. Aber Vinny ist natürlich viel mit Variantenbäumen beschäftigt, da kann ich den ganzen Tag spielen. Was ist Matthias Blüber? Matthias Blüber hat schon 100.000 Partien, oder? Chat, ich nehme so Augensalbe. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist besser geworden. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber mein Auge hier war ein bisschen cringe. Das fühlt sich ein bisschen besser an. Aber es ist auf jeden Fall eklig. Man muss so. Wie heißt das hier? Bindesack. Bindesack ist auch schon ein ekliges Wort. Heißt das so? Bindehaut? Ich weiß nicht. Wie heißt das Teil hier unterm Auge? Wie immer muss man es runterziehen und dann so die Salbe reinschmieren. Bindehautsack, ja, Alter, wer deckt sich solche Wörter aus? Bindehautsack. Bäh. Auf jeden Fall muss man den Bindehautsack runterziehen und dann die Salbe so reinschmieren. Bleh. So, wir haben Pause. Basti will ein paar Shorts aufnehmen in der Pause. Was ist Essen? Ne. Statement auf Norwegisch. Kann ich nicht. Ich hoffe, dass ich einen Strike von Twitch kriege, wenn ich zu euch Bindehautsack sage. Das ist ja wirklich ein ekliges Wort. Vinny hat nochmal 18.000 Partien auf Leeches. Ja, dann kommt schon was zusammen. Vinny muss ja auch Abi machen. Rasmus hat auch kein Glück heute. Oh nein, Rasmus, Alter. Alter ist auch extrem wichtig, absolut. Habe ich mir beim Lolita-Lesen auch die ganze Zeit gedacht. Weird joke. Wenn ihr noch ein paar tausend Partien gegen Richard Rapport auf 1500er Accounts. Alter Lachs, Vinny hat hier mehr Partien übers Internet verstreut, als andere Bankkonten haben. Kommt es bei den Variantenbäumen eher auf die Länge oder auf den Durchmesser an? Ich weiß nicht, ist auch viel Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen sehr lange Variantenbäume. Ich finde, so ein schöner, dicker Baum mit vielen Verästelungen hat auch viel für sich. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, wichtig ist, dass man möglichst viele verschiedene Variantenbäume ausprobiert und dann sich einfach seine eigene Meinung bildet. Rasmus sagt immer, das sollte ich locker gewinnen können. Er hat zumindest Remis. Oh Gott, ich verliere. Oh nein, was ist los bei Rasmus?
Es kommt doch eher auf die Qualität des Variantenbaums an. Ich weiß nicht. Also, Technik ist natürlich wichtig bei so einem Variantenbaum. Aber heutzutage hat ja jeder eine Engine. Also, die Technik ist ja im Prinzip gegeben. Und ich denke, man kann da nicht alles kompensieren. So ein langer, dicker Variantenbaum ist schon mehr wert als so ein kleiner, kurzer, dünner. Selbst wenn der kurze, dünne auch super Technik. Variantenbäume zu Bonsais zu züchten, so passen sie. Kannst du bitte auf goldene Eröffnungsregeln eingehen, mit denen du deinen Variantenbaum präsentierst? Nee, Chat, ich bin eher so Zug für Zug. So, Basti ist noch, ne? Basti hat gesagt, wir müssen Shorts machen. Hier müssen wir der Zeit gehen. Mal gucken, Winnie ist noch nicht wieder in Action, ne? Ich guck mal. 15 Minutes or so. Okay, sollte gleich weitergehen. Who knows? Jetzt Chat, ich mache ein Short-Experiment. Short können wir. So, meine Damen und Herren, in diesem Video beschäftigen wir uns. Nee, schon falsch. In diesem Video. So, jetzt haben wir nicht. Ihr Problem im Kampf gegen das Mora-Gambit? Bau nach E4, Bau nach C5, Bau nach D4? Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach das Mora-Gambit neutralisieren könnt. Ihr schlagt den Bauern. Weiß spielt Bau nach C3 und möchte sich schnell mobilisieren. Wir nehmen dieses Angebot an. D schlägt C3. Der Springer schlägt zurück und Weiß hat jetzt den Angriffsplan. Springer raus, Läufer raus, kurze Rochade und dann die Stellung mit Bau nach E5 öffnen. Aber wir können ihm da einen Strich durch die Rechnung machen. Springer nach C6, Springer nach F3 und hier ist es wichtig, diesen Springer erstmal hinten zu lassen, nicht anzurühren. Stattdessen kämpfen wir gegen den Springer auf C3. Wir spielen Bau nach E6, bringen unseren Läufer raus, sind bereit, den Läufer gegen diesen Springer zu tauschen. Machen damit das Feld E7, so heißt dieses Feld, für den Springer frei. Und haben eine bequeme Stellung. In Zügen bedeutet das einfach Bau nach E6. Der weiße Läufer geht raus und wir bringen unseren Läufer raus. Weiß wird höchstwahrscheinlich rochieren. Und nun der Trick. Der Springer geht nicht auf das normale Feld hier vorne, sondern stellt sich bescheidener hier hin. Kann daher nicht vom Bauern angerempelt werden. Als nächstes möchten wir schlagen und Bauer nach D5 spielen. Und rochieren. Schwarz hat eine bessere Stellung, ohne irgendetwas wissen zu müssen. Springer nach B5 rennt ins Leere. Nach Bauer nach D5. Also nochmal, Mora schlagt raus, zieht den Bauern vor, zieht den Läufer raus, bringt den Springer hierhin. Steht besser. Dankeschön. So, ist schon zu lang, ne? Schon zu lang. Ich kann mich nicht kurz fassen. Ohne TikTok-Tanz ist nicht das Wahre, ne? Hier wollen wir nochmal üben. Wie die Züge tanzen. Du bist Sizilianer-Spieler, aber hast Angst vor dem Mora-Gambit?
Ich zeig dir, wie du damit umgehst. Du schlägst den Bauern, Weiß opfert einen, um sich hier schnell zu mobilisieren, aber wir haben keine Angst vor weiterem. Schon schlecht, ne? Angst und keine Angst. Ich glaube, da brauchen wir noch Variantenbäume. Ich übe aber weiter. Ihr spielt sizilianisch, aber fürchtet euch vor dem Mora-Gambit. Ich zeige euch, wie wir diesem Gambit den Zahn ziehen. Wir schlagen den Bauern, der Springer schlägt zurück. Weiß plant, den Springer rauszubringen, den Läufer rauszubringen, kurz zu rochieren und besonders wichtig, mit Bauern E5 unseren Springer anzurempeln, wenn er hier rauskommt. Also ziehen wir ihn nicht raus. Wir spielen Springer C6, Springer F3, Bauern E6 und unser Plan ist, den Läufer rauszuziehen und dann den Springer hier hinzustellen. Bauern D5, Schwarz steht besser, ohne irgendwas wissen zu müssen. Zum Beispiel Läufer nach C4, Läufer nach B4, kurze Rochade, der Springer geht raus, er kriegt hier keinen Tritt. Bei Bedarf kann der Bauer nach D5, der Läufer kann sich gegen den Springer tauschen. Schwarz hat keine Probleme, muss nichts wissen. Mora Gambit finished. Hey, ich bin nicht gut im Marktschreien, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Die Variante ist gut, Chat. Ich verkaufe euch keinen Quatsch hier. Variantenbaum muss sein, Frau Kommi, ihr habt recht. So, Wiederlegung von Mora Gambit. Ich habe es nicht gemerkt. Kommt dieser ominöse Chessable-Kurs einer noch vor der 1000-Partie gegen Eddie? Ja, 26. Februar kommt Teil 1 raus. Teil 2 wird gerade fertiggestellt, während ich nicht hier prokrastiniere. Aber kommt alles. So, Vinny, bist du wieder in Action? Da, geht weiter. Da ist er wieder, der Vinny. Entscheidungsmatch. Zwei Partien, danach Armageddon. Wo wir geradet? Rasmus Swane! Herzlich willkommen! Wie lief Title Tuesday? Hier die Speer haben berichtet, dass ein bisschen Pech mit im Spiel war. Trotzdem, vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Wir gucken hier einem gewissen Vincent Keimer, kenne ich vielleicht aus dem Sportstudio, dass der mit den Variantenbäumen zu, wie er gegen Levon Aronian, ehemals armenischer, heute US-amerikanischer Weltklasse-Spieler, im Finale der Division 2 der Champions Chess Tour Chessable Masters Edition das Grand Final Reset spielt. Ist ein schmissiger Titel, aber mal im Prinzip, wenn Vinny jetzt das Minimatch gewinnt, zwei Partien werden gespielt, dann hat er alles gewonnen. Rasmus Saad, Glück, Pech am Ende mal wieder 31. Kannst nichts machen. Hat hier der Blühbaum wieder hohe Accuracy? Vladi? Ich hoffe, du hast da ein Auge drauf. So, Sperr BD2 von Vinny spiele ich auch manchmal. Ist eine Nebenvariante. Man möchte Schwarz entweder zu D5 zwingen oder nach Läufer nach G7 Bauern nach E4 spielen. Dazu geht es Bauern nach C5, was ebenfalls zu interessanten Varianten führen kann. Aber Aronian spielt hauptsächlich Bauern nach D5. Jetzt erweist die Wahl zwischen Plänen mit Bauern E3 gefolgt von Bauern nach B4, solch früher gespielt, oder das Moderne, so würde ein Rasmus Swane hier spielen. Bauern nach B3, Läufer B2 und dann sagen, ja hallo, mein Stockfisch 16 sagt hier aber 0,15 für Weiß. Und Vinny hat natürlich auch Stockfisch und spielt Bauern nach B3. Springer E4, ich bin schon aus dem Buch. Springer E4 sieht ein bisschen nach Freestyle aus, aber kann man bestimmt machen. Weiß macht ja auch nicht so viel Druck hier mit seinem Aufbau. Bauern nach E3, Bauern nach C5. Rasmus, ist noch Theorie? Es sieht erstmal sehr verständlich aus für Schwarz. Springer C6. Keimer nimmt ein Timeout, um hier Läufer nach G4 zu verhindern. Rochade. Ich vermute, C-Schicht, D-Schicht, D wäre weiß recht, wenn hier der Druck aufgehoben wird. Diese Kasper-Struktur spielt sich häufig. Bisschen leichter für weiß. Türme in die Mitte, Bonner A3. Vinny liebt es, C4 zu spielen, aber es gibt ja diverse Arten und Weisen, wie weiß fortsetzen kann. Der Läufer auf G7 steht nicht so toll in der Struktur. Und auch der Läufer tut sich ein bisschen schwer, hier Felder zu finden. Ja, Rasmus kennt so früh Springer E4 auch nicht, aber ich bin beruhigt.
B3, wie gesagt, ist hier der Rasmus-Zug. Gibt einige Klassiker. Wie Svane gegen Sindarov? Ich habe B3 auch einmal gespielt, war nämlich schnell Remis in der Bundesliga gegen einen 2480er, war alles getauscht. Es war eine Lagarde, ja. Und zwei professionelle Remisen. Ja, ist eine sehr solide Variante. Matze auch nicht im Geld. Blübi ruht sich noch auf seinen Bullet-Millionen aus, ne? So, Rasmus, bist du heiß für den Metropa Cup? Das wichtigste Turnier. Ich glaube, aller Zeiten. Ich möchte nicht zu viel Druck machen, aber unsere Zielsetzung sollte sein, unter die Top 6 zu kommen beim Metropa Cup. So, hier, wir verpassen schon wieder 1000 Züge. Rochade Dame nach C7, Bauer nach C4. Vincent liebt diese hängenden Bauern. Take. Springer A5. Springer A5 sieht merkwürdig aus. Und D5. Was ist Springer A5 denn, Vincent? Hä? Völlige... Da ist was schief gelaufen. Also DC weiß ich schon nicht. Dame C7 sieht ja exakt schon komisch aus. Aber wenn hier... Ich will ja so CD, ED, Turm D8 oder so... Weiß ich nicht, aber Springer A5, D5, das sieht nach einer Traumstellung aus, wer weiß. Ich freue mich auch tatsächlich. Hast du meine Späher berichtet? Ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass du endlich von mir, aber anfangen willst zu pumpen. Also können wir dann hier schöne Fitnessstudio-Fachgespräche führen? Können wir einen Apolder ins Fitnessstudio? Schwierig, weil man einen deutschen Pass braucht. Kein Scherz. Also ich weiß nicht, ob dich da reinlassen. Aber was ist da dran? Meine Späher haben gelogen. Ich dachte, du wärst hier Fitnessstudio-Hasser. Ich glaube auch, ihr habt mich angelogen, Chat, ne? Habt ihr gelogen? Ich bin schockiert. Ich hätte schon geplant hier. Wir schön 8 Uhr morgens aufstehen, frühstücken, pumpen. Na, gehe ich mit Dimitri. Dimitri ist eh noch wach um die Zeit. Das kriegen wir schon hin. Mit Joggen kommen. Nee, ist so anstrengend, muss man laufen. Ich will 5 Wiederholungen machen, dann 3 Minuten Pause. Das ist eher so mein Ansatz. Du hast gelogen, Afa, hab die schönste Dame. Du hast einfach gelogen. Zack, Bauer F6. Aronian versucht hier die Chance zusammenzuhalten. Jetzt ist einfach ein schlechter Grünfeldinder. Und er hat den sogenannten MWL-Springer auf A5. Springer D2, F4, E4. Hier überrollt Winzer ihn noch einfach, oder? Springer D2 kommt. Turm B8. Jetzt los mit dem Bauern, Alter. Schwarz hofft auf E4, um damit E5 für die Steuerung abzuriegeln. Aber ich glaube, dass den Gefallen wird Winzer ihm nicht tun. Na, erst F4, Winnie. Ist ja letzte Partie schon gut gemacht. Dann bekommen die Nationalspieler von dir auch Gym-Trainingspläne. Die weigern sich ja. Aber ich würde natürlich hier in ihrem besten Interesse Trainingspläne rausgeben. Beine trainieren wir nicht, weil man ihren Brett nicht sieht. Der Bizeps muss brennen. 4 Sets Hammer Curls. Dann 4 Sets normale Curls. Dann Alibi-Trizeps-Übung. Hier mit der Langhantel auf der Bank. Zack. Und dann machen wir noch so ein paar Reverse. Wie heißt das hier? So Schräg-Curls. Vielleicht noch ein paar Concentration Curls am Ende. Aber es wäre schon ein sehr bizepslastiger Trainingsplan. Da möchte ich euch gar nichts vormachen. Wer ist der fitteste im Nationalkader? Ich glaube, sind alle relativ fit, aber geht natürlich noch mehr. Rasmus, wer ist der fitteste? Was würdest du sagen? Du würdest sagen du, weil du laufen gehst wahrscheinlich. Ne? Wer ist Rasmus der fitteste? Ja, das spricht nicht für die anderen dann. Frederik Swane hat mal bestimmt irgendwelche geheimen Yoga-Übungen. Ich weiß es nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, da ist schon noch Luft nach oben.
Pauna F4 gespielt von Vinny. Ich glaube, Vinny ist auch relativ fit. Also so schachfit. Vinny kann, glaube ich, 10 Stunden am Tag Schach spielen, ohne dass er müde wird. Aber ich denke auch, Fitnesslevel ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Naja, sie kommen ja nicht mit Pumpen. Ich denke auch, vielleicht Fredericks vorne. Das hört Rasmus auch nicht gerne. Deswegen an Stachel. Itzoran kann es hier schon müde sein, ohne Schach zu spielen. Ich kann es tatsächlich nicht. Ich bin ja sonst hier ein Fitnesswunder. Okay, ist auch gelogen. Aber im Alter merke ich, dass es... Und das auch jetzt ohne rumzutrollen eine interessante Frage. Welche Fitness- oder welche Ausgleichssportgeschichten am ehesten helfen, um mehrere Stunden sich irgendwie beim Schach konzentrieren zu können, ohne Kopfschmerzen zu kriegen oder müde zu werden? Und die Antwort ist nicht so leicht wie, ja, ist keine Ahnung, ist Cardio, ist Ausdauersport oder Schwimmen gehen, dies, das, jenes. Es ist schon ein sehr spezielles Skillset. Auch der richtige Schachkörpertyp bin ich nicht sicher. Also bei mir, ihr wisst ja, meine Priorität ist natürlich, nackt gut auszusehen. Aber der richtige Bodytype, um viel lange gut Schach spielen zu können, nicht klar. Viele sind relativ skinny. Ich weiß es tatsächlich nicht. So, Vinny, Tier F5 gespielt, überrascht mich ein bisschen, aber er geht gleich auf Action. Er hätte auch die Steuerung noch ein bisschen verstärken können. So, Rasmus und ich hätten ja noch 17 Züge vorbereitet. Also, da hat sie 2, Turm F3, Turm E1, Turm G3. Aber Vinny geht hier gleich auf Stress. Zack, zack. Pawn E4 und scheint gut zu sein. Vielleicht ist er einfach gut im Schach. Turm nach G7. Jetzt kann ich hier laut Engine schon mit E5 breaken. Und er breakt. Also er scheint ungebrochen zu sein. Braucht man unterschiedliche Muskeln für Blitz und Klassisch. Ja, muss auf jeden Fall hart auf die Uhr hauen können. Fischer hat ja immer hier Grip Strength trainiert, um beim Handshake möglichst schon dem Gegner die Hand brechen zu können. Aber heutzutage sind ja auch so viel Fistbumps so in Post-Corona-Zeiten. Vielleicht muss man hier einfach eher dann Punch haben. Rooklifts machen wir sowieso, klar. Was mit Boulder, damit mein Variantenbaum hochklettern kann? Ja. So, Aranya versucht, König in der Ecke zu verstecken, aber der Springer ist weit weg von der Action, ne? Also jetzt endlich Türmsche rüber. Boah, von mir so. Das sieht gut aus für Vinny K. Kann man Gegner mit festem Händedruck einschüchtern? Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich beides albern. Wenn die Leute zu festen Händedruck haben, finde ich albern. Und wenn sie so nur so ganz lasch die Hand hinhalten, finde ich auch komisch. Aber ich versuche so da einen gesunden Mittelweg. Schon fest, aber nicht so zudrücken. Wisst ihr, wie ich meine? Vinny fährt Fahrrad auch und spaziert. Ja, Vinny muss er aber, glaube ich, auch immer. Jedes Mal, wenn das ZDF ankommt für ein neues Interview, da muss er wieder sagen, ja, ich mache hier Ausgleichssport, hier, ich fahre hier mit Peter Leko, fahre immer sowas von die Berge hoch. Dann wäre hier schön der Fahrradhelm aufgesetzt, noch ein bisschen gefilmt. Ich glaube, kein Wort, Alter. Peter Leko sehe ich auch im Gym. Chat, das werde euch überraschen, aber ich war in meinem Leben relativ häufig mit Peter Leko im Gym. Peter Leko ist natürlich sehr verletzungsanfällig, aber sehr sportaffin. Also Tischtennis, Fußball, Gym, alles dabei. Und ich war viel mit Peter Leko. Damals, war eine andere Zeit. Wir hatten ja nichts. Pum. Ein Saget. Schön Saget.
So, Vinny macht hier den Rooklift. Ich mach Deadlift. Vinny macht Rooklift. Stellung bleibt sehr, sehr gut für Weiß. Noch nicht gefinished, aber die bessere Struktur. Und der Springer ist halt zu weit weg. Sichereren König auch so. Es kam gerade 7 Züge auf einmal rein. Aber jetzt können wir doch hier Springer 6. Zack. Jetzt müssen wir nicht mehr matt setzen. Jetzt können wir einfach das Endspiel gewinnen. Was mit Peter Leko auch mal in Trier? Wieder? Man kann nicht nach Trier. Das haben wir ja doch schon diskutiert, das Thema. Der einzige Weg nach Trier zu kommen ist 50 Kilometer Rad zu fahren, 20 Kilometer zu laufen, 3 Kilometer zu schwimmen. Also ein Trieradlon zu machen. Aber sonst kommst du da nicht hin. Züge fahren nicht, Autos fahren nicht, Taxis aus Luxemburg fahren nicht. Geht nix. Also, man denkt ja, wenn man in Koblenz ist, was auch schon schwer zu erreichen ist, dann sollte es nach Trier nicht mehr weit sein. Aber selbst aus Koblenz ist es unmöglich, nach Trier zu kommen. Sebo96, danke für den Sub. Hier Chat, ihr könnt mal wieder reinsubben. Wenn ihr Amazon Prime habt, verknüpft es mit Twitch, unterstützt diesen kleinen Kanal, wo wir hier Vincent Keimer anfeuern bei seinem Entscheidungsmatch gegen Levon Aronian. Grandmaster Transformation, ja, wenn keiner subbt, muss ich hier kollegamäßig, muss ich die Grandmaster Transformation, Boss Transformation an den Start bringen. Chat, ihr habt die Wahl. Heimbach Weiß war ja auch gut erreichbar. Heimbach Weiß war auch noch Bahnstreik, als ich nach Heimbach Weiß musste. War vollkommen unerreichbar. Wisst ihr, wie ich nach Heimbach Weiß gekommen bin? Kein Spaß. Ich bin Hamburg-Köln geflogen. Ich war nicht stolz drauf, Bahnstreik. Ich bin Hamburg-Köln geflogen und in Köln hat mich dankenswerterweise Matthias Blühbaum mit dem Auto eingesammelt, hat mich bis Koblenz gefahren, da haben wir im Hotel genächtigt und am nächsten Morgen sind wir von da aus nach Heimbach Weiß gefahren. Es war unmöglich und teuer. Kaufmarwisch sei, ich habe nur 25 Minuten mit dem Auto nach Trier. Ist unmöglich zu rein. So, Sperrschlecht C4. Vinny, kannst du jetzt schon flexen hier? Mach mal Flex, Vinny. So, so, so. Und gewinnt. Ich bin verstört. Hamburg-Köln geflogen. Ja, ich war nicht stolz drauf. Ich musste irgendwie hinkommen. Bahnstreik, Alter. Lokführer. War auch teuer, der Flug. Weil ich den Bahnstreik zu spät gerafft habe. So, Vinny rechnet hier DSGE 6. Fliegst du nach Fernheim? Ja, normalerweise nicht. Normalerweise Zug Hamburg-Mannheim. Und da ist man ja praktisch schon da. Aber man weiß ja nie, wie die Lokführer so drauf sind heutzutage. Lokführer? Ja, kein Bockführer. Flixzüge fahren noch. Stimmt, das, zum einen habe ich es zu spät erfahren, habe ich schon gebucht. Zum anderen war der Flixzug, ich glaube auch 7.40 Uhr oder so ab Hamburg Hauptbahnhof. Der war sehr, sehr früh. Aber so ist Dimitri hingekommen. Hatte ich nicht auf dem Zettel tatsächlich, die Flixzüge. Weiß ich für nächstes Mal Bescheid. So, Vinny hat Turm D3 gespielt. Auch gut genug. Ist nicht so der Flexzug. Ah ne, er hat Sprechschicht G8 gespielt erst, sorry. Sprechschicht G8. Turmschicht G8, Turm D3. Also ohne hier alles zu opfern. Zack. Ja, man muss die Flexzüge dem Variantenbaum hinzufügen.
7.40 Uhr ist wirklich sehr, sehr früh. Wenn man 20 Uhr in Koblenz sein muss, will man nicht 7.40 Uhr am Hauptbahnhof sein. Und ich wohne ja auch auf dem Dorf, also zum Hauptbahnhof. Ist ja auch nochmal weit. Wem auch sei hier, Vincent Keimer steht kurz davor, Levan Aronian in dieser ersten Partie zu besiegen. Dann müsste Aronian die zweite gewinnen. Sonst wäre es vorbei. Hier, jetzt läuft der D-Bauer. D7, Turm E8. Scheint schwer zu parieren. Stimmt, die Zeit. Zeit ist wurscht. Es gibt Zeitgutschrift hier. Aber es gibt keine Materialgutschrift. Der D-Bauer zieht. Zukunft, Reisepläne mit dem Chat absprechen. Chat, was wir übrigens zu besprechen haben. Ich bin der Schachbundestrainer, wissen die wenigsten. Also bin ich eigentlich, ich bin ja ein Botschafter des Deutschen Schachbundes. Der Deutsche Schachbund sucht Mitarbeiter mit journalistischem Hintergrund für die Öffentlichkeitsarbeit. Hat jemand von euch, Chat, journalistischen Hintergrund, Schachinteresse und will sich beim Deutschen Schachbund bewerben? Hier, wir brauchen jemand. Bewerbt euch. Chat, Alter, ihr könnt nicht schreiben? T-Bone sagt mit seinem ersten Chat bei der Seite für 100.000 im Monat. Okay, das wird gleich das Gehalts im Gefüge ein bisschen sprengen, T-Bone. Aber es klingt auch so, als würden wir dich nicht wollen, ehrlich gesagt. Fonzi, der DSB kann auch zahlen. Ja, dich auch nicht, Fonzi. Kaufmanowitsch wird einen journalistischen Hintergrund nachholen. Bam, da haben wir es doch schon. So, Vinny hat gewonnen. Vielleicht kann Vinny das auch machen. Rasmus, kannst du das nicht machen? Du machst doch eher das im deutschen Schachbund. Rasmus ist wahrscheinlich weg. Katharina ist ja jetzt dabei. Ich weiß, eine Stelle wurde besetzt. Katharina ist eher hier. Social Media. Aber eine Position gibt es noch. Ich habe die schönste Dame schon Artikel für beim Postillon geschrieben. Ja, dann bewirb dich. Das zählt. Reiter in Germanistikstudium, natürlich. Haut rein, Chat. Bewerben kostet ja nichts. Ich meine es ernst. Es wird mit Hochdruck gesucht. In der Geschäftsstelle. Vinny hat gewonnen. Nächste Partie. Flo 81, einmal falsch schreiben, okay, dann beim zweiten Mal immer noch für jemanden. Oh. ChatGPT kennt keine Variantenbäume. Ne? GG Vinny, das heißt Aronian, immer ein bisschen. Intradentalbürsten. Ach, verrückt, es ist schwarz hier. Jay, ich schwöre, es ist green. Greenscreen. Schwarz. Verrückt. Sorry, was passiert, wenn Vinny das Rematch gewinnt? Wenn Vinny die nächste Partie nicht verliert, hat er alles gewonnen. Blanderteilchen, sag ich, kann schreiben, aber spiele im ersten Set 4. Okay, Blanderteilchen, du bist raus. Dopamin, sag, wann wirst du wieder als Bundestrainer aktiv sein? Ja, nächste Woche, oder wann ist Apolda? Nächste Woche, bald. Mitropa Cup. Dort Schachbohren sitzt direkt neben Hertha, ja, auf dem Hertha-Gelände. Schachbohren sitzt auf dem Olympiastadion-Gelände. Bundestrainer ist 24-7. Na, ist eher so 1-2 so. 1-2 Halunken auf dem Weg nach ganz unten. Sind Großmeister automatisch Mitglied im DSB? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, jeder Vereinsspieler, der irgendwo aktiv spielt, eine Zahl kriegt, ist wahrscheinlich automatisch Mitglied im DSB, oder? Wenn er irgendwie am Spielbetrieb teilnimmt? Ich weiß es nicht. Die Mitropa-Duschhaube nehmen wir mit.
Worum geht es in dem Spiel? Ich weiß auch nicht. Also es ist sehr die Champions Chess Tour, die große Online-Turnierserie. Das hier ist das Chessable Masters. Vereinsmitglieder ist das Entscheidende. Okay. Motfries hat stabiler Bizeps. Ist mit für die Mitgliedschaft im Deutschen Schachbund entscheidend? Das kann ich mir nicht vorstellen. Stiernackenkommando? Nee. Deutscher Schachbund nimmt jeden. Vinny hat es ziemlich wegrasiert hier, die Division 2. Das, obwohl jeder cheatet im Internet, laut Kramnik. Ist interesting. Weil diese These muss ja immer weitergehen. Wenn jeder cheatet, das heißt, wenn dann jemand gewinnt, muss der ja auch cheaten. Also am Ende muss man mit der Weltsicht zum Schluss kommen, dass jeder in jeder Partie betrügt, was nicht sehr zielführend ist. DSB, deutscher stabiler Bizeps. Ah, nee, das klingt ein bisschen zu. Nee, das klingt wie ein Flair-Albumtitel. So, vielleicht die letzte Partie, Vincent Keimer. Mit den schwarzen Steinen. Wenn er diese Partie nicht verliert, dann gewinnt er das Turnier. Die noch gegen Kramnik over the board gespielt haben, cheaten nicht in der Logik. Ja, das stimmt. Die er kennt, wo er weiß, das sind gute Spieler, die cheaten nicht. Aber alle anderen. Gerade wenn du jung bist, so 2,6 bis 2,650 hast und nicht gegen Kramnik gespielt hast, dann. Was sagst du zum Arafat-Freispruch? Habe ich nicht verfolgt. Was ist das hier, der Bushido-Prozess? Gab es was Neues? Ich bin ein bisschen raus aus dem ganzen Game. So, es wird wieder italienisch diskutiert. Wieder mit Läufer B3, Stabonner A4. Gilt eher als Nebenvariante. Schauen wir mal, was Aronian hier in petto hat. Bonner H3 ist hier der normale Zug. Ich war ja immer ein Verfechter des Leguan-Plans. H6, Turm E8, Läufer E6. Was seine Fans hat, Magnus spielt auch mal gerne so. Aber Vincent spielt sehr gerne sofort Läufer E6. Und sagt, ich habe nichts dagegen, mir diese Bauern hier verdoppeln zu lassen. Was ein bisschen, ja, da spalten sich die Geister. Ich mag diese Struktur nicht für Schwarz, weil die Bauern so später ein bisschen zur Schwäche neigen können, der König ein bisschen schwächer sein kann. Aber es gibt Aktivität und Spiel. Und Vincent sieht man häufig diese Struktur spielen, dann sogar D5 spielen. Dann Dame D6, den Laden da zusammenhalten. Bin gespannt, ob es wieder darauf hinausläuft. Oh, habe ich spalten sich die Geister gesagt? Entschuldigung, Molfried. Da scheiden sich die Gelehrten. Ich glaube, die Ratings hier sind einfach Chess.com Rapid Ratings. Auf die würde ich nicht zu viel geben, weil die meisten Topspieler gleich nicht viel Rapid spielen im Internet. Wer Sprichwörter falsch verwendet, sollte sich warm anschnallen. Absolut. Aber andererseits, wer im Glashaus sitzt, hat einen Stuhl. Ja, Frischkäse, welches das Finale ist, ist super verwirrend, weil gestern war das Winners Final, dann war das erste Match heute, war das Grand Final und jetzt ist das Grand Final Reset. Also im Prinzip ist immer Final, aber das hier ist das Final Final. Wenn Vinny diese Partie nicht verliert, dann ist es Final. In der Truhe liegt der Saft.
nicht schlecht. Der Zwerg reinigt die Kittel. Shain Ressert, hallo aus Iran, ich liebe Ihre Streams, Jan. Helfen Sie mir, mein Deutsch zu verbessern. Hi, Grüße in den Iran. Ich kann leider nicht sehr gut Deutsch. Deshalb weiß ich nicht, ob ich da die richtige Anlaufstelle bin. Ich nuschel sehr viel, ich habe starken norddeutschen Dialekt. Aber es freut mich trotzdem. Ich gebe mir alle Mühe, verständlich zu reden. So, Vinny, Alter, was hast du gemacht? Bau nach H3. Bau nach H6. Ne, wie kam's so? Jetzt bau nach H6, Springer F1 und Läufer E6. Er liebt diesen Zug. Man kriegt diesen Zug nicht raus. Vincent, du kannst Turm E8 spielen, dann Läufer E6 mit Turm zurückschlagen. Remis reicht. Naja, eine alte Diskussion. Er ist ein Believer. Hat er die Chance? Die Chance kommt mir sehr bekannt vor. Vielleicht hatte er die bei der Mannschafts-EM. Auf jeden Fall hat er was sehr Ähnliches. Jan, dein Deutsch ist echt besser geworden. Ja, danke schön, danke schön. In meiner Jugend in Skandinavien war Deutsch nicht sehr präsent. Manchmal haben wir deutsche Filme geguckt. So Lola rennt oder Das Leben der Anderen oder so. Aber sonst gab es nicht viel Deutsch in meinem Leben. Aber ich finde auch, ich habe dazugelernt über die Jahre. Ja, Vincent hat da, glaube ich, einfach die falschen Bäume. Er hat diese F-E6-Bäume gepflanzt. Hey, wenn ihm... Vincent, ich würde dir einen Turm E8 bauen. Ich mache dir einen Turm E8 Baum. Ja, der Baum geht so. Turm E8, die machen irgendwas. Und du machst jetzt so. Und wenn die dann schlagen, schlägst du einen Turm. Gar nichts los. So, jetzt soll der Dame E6 spielen. Weiß kann er nicht hier taken wegen Turm B8. Man darf nicht mehr Tore kassieren, als der Gegner schießt. Das ist der Satz des Pythagoras, das ist korrekt. Sebi dachte sein, Jan starker Dialekt, du sprichst wie ein Berliner Hipster, der so ein bisschen Norddeutsch tut. Ich bin in Hamburg geboren, ich wohne in Hamburg. Warum sollte ich Norddeutsch tun, Alter? Aber mir wurde berichtet, dass in manchen Teilen der Republik man nicht mal Hamburg sagt, sondern Hamburg. Rolosaurus fragt, ob ich von Natur aus nordisch bin. Nordisch. Nee, würde ich so nicht sagen. Also, es ist ja die alte Frage, ne? Nature or nurture? Und bei mir war es, glaube ich, mehr nurture als nature. Wer Hamburg sagt, kann ich nicht ernst nehmen. Dirk F. 9-4-1. Den Satz müssen wir aber auch nochmal überarbeiten, oder? Hamburg, Degas. Hamburg. Ne, ist übertrieben. Mein Variantenbaum reicht bis nach Schweden. So, was ist das für eine Steuerung jetzt? Turm A nach E1, Bau nach D4, klärt die Lage im Zentrum. Vinny scheint zu wissen, was er tut. Vielleicht war Turm A1 schlecht. Lässt die Türme hier wegschwärmen nach D4. Vielleicht war die Zeit für E schlicht D gekommen. So, takes. Bau nach E5 ging nicht wegen Dame nach D5. Also Keimer ist da schon tief in seinen Bäumen. Die Bäume fangen halt schlecht an mit Läufer E6, aber danach wuchern sie ganz schön. Sprenger H5 versucht hierhin zu springen. Plane Hamburg-Besuch. Mivula, ich weiß nicht was. Ah, Miniaturwunderland. Ah, ein bisschen langweilig. Netto Reeperbahn. Ist nicht ein Penny und der ist auch nicht auf der Reeperbahn, oder?
Ich war lange nicht. Hamburger gehen selten auf der Reeperbahn weg, soweit ich weiß. Ich gehe eh nie aus dem Haus. Aber Hamburger sind eher so schanzemäßig. Aber Reeperbahn natürlich. Große Freiheit hier. Hamburger Berg. Hans-Albers-Platz. Muss man mal angucken. Kennst du Vincent persönlich? Nee, aber ich würde ihn gern mal treffen. Ich weiß nicht, was meint ihr, wie ist er so? Wahrscheinlich viel Star-Allüren, ne? Will er uns nur provozieren? Oder hat das Star-Allüren? Ja, der berühmte Penny ist auch nicht auf der Reeperbahn, oder? Der ist zwei Straßen weiter. Er kann dir viel über Variantenbäume beibringen. Nee, Vinny ist ein netter Kerl. Scheint nicht so überraschend. Natürlich kenne ich ihn persönlich. Ich war zweimal dieses Jahr schon, letztes Jahr schon sein Teamchef. Einmal bei der Rapid Team WM, wo wir gewonnen haben. Und einmal bei der Mannschafts-Europameisterschaft, wo zwei geworden sind. Also viel, viel Erfolg hier im Team mit Vinny gehabt letztes Jahr. Aber dieses Jahr, wo das vielleicht wichtigste Turnier aller Zeiten ansteht, der Metropa Cup, ist Vinny nicht dabei beim Metropa Cup. So ein Scheißenspiel, der irgendwie Chess 960 mit Magnus Carlsen. Naja, ich weiß nicht, ob wir ihm das verzeihen können. Müssen wir wahrscheinlich. Olympiade, olympische Schachspiele wird Vinny natürlich am Start sein. Cringe Roadmap. Trinkt Vincent Kaffee? Gute Frage. Weiß ich das? Doch, Vincent trinkt, glaube ich, Kaffee. Wir hatten in Indien immer große Kaffee-Order-Probleme, beziehungsweise ich, zu Vincents Amüsement. War ich nicht in der Lage, in Indien beim Frühstück einen Kaffee zu ordern. Ich bin natürlich extrem kaffeesüchtig. Ich glaube, Vincent trinkt Kaffee. Edelife ist da. Oh, das trotz Erkältung schleppt er sich hier in den Chat. Das müssen wir ihm hoch anrechnen. Aber ey, verausgabe dich nicht so. Ede Live sei, ey Jan, will nicht stören, nur kurze Frage, bin ich der coolste Typ, den du kennst? Also du bist auf jeden Fall weit, weit oben auf der Liste. Weil ich kenne ja sonst nur Schachspieler und da ist ja bei dir, bist ja weit, weit, weit von weg. Deshalb, was du so an Swag, an, ja wie soll man sagen, an Charisma, aber auch Street Smarts. Also diese Härte der Straße, die du ja ausstrahlst, gepaart mit dem trotzdem vorhandenen Intellekt, das ist natürlich schon eine sehr anziehende Kombination. Und ja, ich glaube nicht, dass ich da jemand kenne, der da mithalten könnte. Captain Raffo sagt, ey Jan, will nicht stören, nur kurz frage ich, der zweitcoolste Typ, den du kennst. Captain Raffo, wir kennen uns ja eigentlich nicht. Ne? Also wir kennen uns ja hier über Stefan Tietze, der mich aber wie üblich ghostet. Und ich habe Freitag, allerdings im Zug, mit abreißender Verbindung, ich glaube, das erste Mal mit Captain Raffo gesprochen. Und unter den Eindrücken muss ich sagen, Captain Raffo ist wahrscheinlich der zweitcoolste Typ, den ich kenne. Aber ich habe nur die Hälfte verstanden, weil ihr wisst ja, Zugfahren, Internet, schwierig in Deutschland. Wir sind erst im Jahr 2024. Ey, sag okay, das nehme ich, danke, kein Ding, kein Ding. Eddie kennt Captain Raffo, maximal Dritter. Okay. Das war jetzt prächtmäßig. Ja, ich muss sagen, der Ichen Gade interessiert mich nicht, weil ich mich nur für mich selber interessiere. Ah, das ist interessant, dass du das sagst, Richard. Ich habe mich da mal mit Nils Bohmhoff unterhalten und der hat mir gesagt, er würde Ichen Gade schon lange kennen. Und Etienne Gade sei nicht so cool, wie die Leute denken. Und das fand ich sehr interessant. Ja, danke, Markus. So, was hier los bei Vinny? Bauer D4, Turm E2, Speer H5, Turm C2, sehr provokant, lässt Turm Schlecht F3 zu. Und da lässt sich ein Vinny K nicht zweimal bitten. Lachst rein, G schlägt F3. Speer E5 wäre gleich schon sehr schlecht, dann kommen ja die ganzen Schwarzfiguren an. Deshalb war Aronians Idee, Dame schlägt B7 zu spielen. Gegenangriff auf A8 und C6. Und wie geht das weiter? Speer nach B4 greift den Turm an. Dame schlägt A8, Turm F8 greift die Dame an. Hat er wieder gerechnet, der feine Herr?
G-Schicht F3. Jetzt kann Schwarz nicht schlagen, weil dann der Turm geschlagen wird. Also muss er jetzt auf Gegenspielrecht setzen. Und er macht den besten Zug. Dame F8. Was ist denn das für eine Schachmaschine? Der Vinny K. Dame F8. Deckt den Turm. Greift den Turm an. Und bereitet hier auch Turm B8 vor. Und deckt bei Bedarf sogar noch den Bauern. Ich verstehe nichts, ehrlich gesagt. Aber Vinny scheint das hier alles im Griff zu haben. Turm nach B8. Greift die Dame an. Dame nach A7. Einziger Zug. Andere Felder gibt es nicht. Jetzt will er wahrscheinlich taken. Ja, er taked. Der Turm musste weg. Der Springer springt weiter. Greift jetzt den Bauern an, sodass nicht hier weggenommen werden kann. Uff, eine hochkomplizierte Situation. Baby Yoda Schaf, vielen Dank für den Sub. Ist ja unentschieden drin. Die Stellung ist sehr kompliziert. Computer ist der Ausgleich. Es ist Chaos. Unentschieden würde Vincent reichen, um das Match und das Turnier zu gewinnen. Er hat wenig Zeit, eine Minute gegen fünf. Aber das sind wir bei ihm gewohnt, dass er auf der Uhr hinten liegt. Haben wir schon so ein kleines Siegerinterview hier im Stream? Nee. Keine Chance. So, beim König A7 wird gefragt. Ich weiß auch nicht, verstehe ehrlich gesagt nicht viel. Aber kommt mir für den König A7 gut, hier sofort zu schlagen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, habe ich ein gutes Beispiel? Nicht wirklich. Zurückgehen würde, käme schlägt, schlägt und Turm nach C8, was die Damen tauschen würde. Und dieses Motiv möchte Vincent aus der Stellung nehmen. Und deshalb spielt der König nach H7. Weil jetzt nach Schlagen, Schlagen, Turm nach C8. Der König nicht mehr im Schach stehen würde und die Dame es einfach weggehen kann. So dass er diese Drohung pariert. Und dadurch, dass er ja weniger Material hat, er hat einen Springer gegen einen Turm. Aber aktive Figuren und den gegnerischen König etwas geschwächt hat, muss er natürlich abtäuschen, aus dem Weg geht. Dame nach C5 bietet einen Abtausch an, aber das ist ein Fehler. Laut Le Computer. Jetzt kann die Dame sich hier in den Angriff einschalten mit Dame F4, Springer F3. Und die weiße Stellung scheint nicht zusammenzuhalten. Stattdessen folgt Dame nach F6, auch gut. Deckt den Springer, lässt das Feld für den anderen Springer frei. Und Springer nach G3. Jetzt spreche ich F3. Vinny macht es, meine Damen und Herren. Jetzt lässt er sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Da lege ich mich fest. König nach H1 wird kommen. Dann kann er hier schlagen. Turm schlägt B2 spielen. Und die weiße Stellung ist zu exponiert. Es droht Turm schlägt F2, aber es droht auch hier Turm B5, Turm H5. Der subtile Turmschwenk. Ich glaube, wir haben den Drops gelutscht. Vincent Keimer steht wenige Züge vor dem Turniersieg hier. Interesting. Leon Aronian, der dreimalige Olympiasieger mit Armenien, jahrelang die Nummer 2 der Welt hinter Magnus Carlsen. Zwischen ein bisschen zurückgefallen im Klassischer, aber immer noch Weltklasse. Wert hier vom 19-jährigen Deutschen. Im Großen und Ganzen sehr, sehr verdient.
besiegt. Erster Satz ging gestern souverän an Vincent. Zweiter Satz heute extrem knapp im Armageddon verloren. Und jetzt stehen die Zeichen auf ein 2:0 im Entscheidungssatz. Wobei Vincent hier ein Unentschieden reicht. Also es kann sein, dass es irgendwie im Dauerschach endet. Gibt es in Castle Curse? Ja, den gibt es überall. Wir wollen hier nicht zu sehr jinxen, aber ich denke, dass Vincent Chancen jetzt sehr, sehr gut stehen. Oh, Frage an Ede Live. Ich weiß nicht, ob Ede Live noch da ist. Wer würde im Schachduell gewinnen? Hideo Kojima oder Dino Topmöller? Ich kenne einen halben dieser beiden Namen. Ich kenne Klaus Topmöller. Ist Dino Topmöller der Sohn, der Bundesliga-Star bei Eintracht Frankfurt ist? Hideo Kojima kenne ich nicht. Wahrscheinlich auch Frankfurt-Spieler, ne? Sohn und Trainer von Frankfurt. Dino Topmöller ist inzwischen schon Trainer von Frankfurt, der Sohn. Wie alt ist denn Klaus Topmöller? Okay. Ich komme nicht mit in der Frankfurt-Welt. Aber hier kommen Züge. Sprecher F3, Köche 1, Springer E5, ebenfalls gut genug. Sprecher G3 und Turm B2, aber Springer E5 ist auch stark. Droht hier Schach zu geben, dann hier rein. Der Punkt ist, Springer steht A5, Dame F3. König G1. Dame schlägt H5. Und die Initiative rollt weiter. Und wir dürfen nicht vergessen, Keimer reicht ein Remis. Dino war Co-Trainer bei Bayern. Ich dachte, in der Bundesliga gibt es keine Dinos mehr, seitdem HSV und Werder abgestiegen sind. Aber ich habe mich wohl getäuscht. So, Bau nach H3. Aronian hier mit den letzten Versuchen. Aber Turm B5, Springer F3, Turm G5. Die schwarze Initiative ist zu stark. B2, Dame E7, droht nochmal Schachmatt. Springer F3. Wer zuerst malt, dem bestraft das Leben. Wäre schon zurück. Ja, aber zählt man nicht nur als Dino, wenn man noch nie abgestiegen ist? Wenn man absteigen, wieder aufsteigen, ist man auch kein Dino mehr, oder? Bei D3, Vinny springt hier aber auch links wie rechts. Springer F4 kann jetzt machen und dann zack. Das wäre ein schönes Matt. Das wäre schön, oder? Hat auf Zeit gewonnen. GG, yo. Ich warte noch, bis hier das Ergebnis steht. Aber Stellung ist vorbei. Zeit scheint vorbei zu sein. Vincent Keimer besiegt Levon Aronian 2:0 in diesem Finale der Finales. Und gewinnt damit die zweite Division der Champions Chess Tour. Gibt bestimmt ein bisschen Asche. Er qualifiziert sich nächstes Mal für die erste Division. Und er verdient sich auch weiter Street Cred. Glückwunsch. Bekommst du vielleicht 15.000, aber ich hoffe.
Street Cred ist natürlich wichtiger. So, meine Damen und Herren. Ja, wir schreiben noch mal neu, wir schreiben noch mal das Ergebnis rein hier. Ergebnisse schreiben können wir. Zack. Heute nicht mit VS halber. Haben wir das Ergebnis hier nicht mal gemeldet? Okay, Stellung ist verloren. Zeit scheint durch zu sein. Glückwunsch an Vincent Keimer. Dominante Vorstellung im Großen und Ganzen. Langsam komme ich persönlich zu der Schlussfolgerung. Vincent Keimer ist gut im Schach. Kann man drüber streiten. Aber ich komme langsam aber sicher zu dieser Annahme. Ja, Hut ab. Leon Aronian. Muss man erstmal so fertig machen. Und auch davor hat er alle Matches gewonnen. In dieser zweiten Division. Läuft bei Vinny. Jetzt als nächstes muss er sich hier den Magnus Carlsen Ding Lirenz dieser Welt im Chess 960 stellen. Aber ich hoffe, er weiß, das Wichtigste aller Turniere wird natürlich die Schacholympiade mit Germany in Budapest.